Hallo, ich habe lange überlegt, wie ich das Intro mache zum ersten Terraria-Stream. Ich wollte zuerst das Intro summen, dieses Düm, 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 Düm. Das Problem ist, hallo an alle, das Problem ist, im Angesicht des Feindes, dort oben ist eine Fliege und ich habe wirklich keine Fliegenklatsche, ich habe nur dieses Ding hier. Ich habe nur diese, sieht aus ein bisschen wie eine Fahne. Das ist noch so ein Überbleibsel vom Raumschiff hier. Ich habe nur das, um diese Fliege da oben zu vertreiben. Solange die da oben bleibt, ist alles gut. Kann aber sein, dass ich mittendrin im Stream einfach aufstehen muss. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ja, ich habe mir die Anmoderation von Terraria auch ein bisschen anders vorgestellt, aber so ist das ja oft bei mir. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Wir haben uns ja letzten Freitag schon gesehen, das ist gar nicht so lang. Und jetzt sitzen wir schon wieder hier, oh mein Gott. Und ich habe auch überlegt, passend ein bisschen zum Spiel, das Spiel ist ja grün. Ich sollte jetzt eigentlich sagen, passend zum Spiel habe ich einen grünen Hintergrund. Das war mir aber irgendwie zu spooky, zu alienhaft, zu hat irgendwie ein bisschen mehr so einen Zombie-Charakter gehabt. Deswegen habe ich gedacht, hey, mach's einfach mal was Fluffiges, mach's einfach mal was Leichtes. Ich liebe das, das ist so ein Lila. Und dementsprechend habe ich mich auch ein bisschen angezogen. Das heißt, ich komme wirklich gerade fast von der Arbeit in meinen schwarzen Dunkelklamotten und habe mich jetzt in Schale geworfen extra für diesen Stream. So, ich muss mal ganz kurz gucken, weil immer wenn ich ein neues Spiel anfange, ich gucke mal ganz kurz, ob wir live sind, weil manchmal ist es wirklich so, wenn man ein neues Spiel anfängt, wenn man irgendwas macht, was man noch nicht gemacht hat, dann ist man erstmal ganz kurz so unsicher, so, sind wir überhaupt live? So, ich muss mal ganz kurz das checken, sind wir live? Ja, wir sind live. Wow. Okay, das ist sehr gut. Ist auch das Spiel eingestellt, weil das ist auch eine wichtige Frage. Ja, perfekt. Okay, gut. So, ich will gar nicht dran lang rumreden. Warum Terraria? A, es funktioniert auf dem Laptop. B, es sieht sehr cool aus. Und C, ich mag so Indie-Games. Ja, ich habe das schon ein bisschen versucht anzutesten. Einfach wegen so Controller-Geschichten und sowas. Und einfach auch, ob mir das überhaupt liegt. So, dann habe ich das angefangen zu spielen, dachte so, ja, das sieht ganz interessant aus, habe ein bisschen weitergespielt, habe gedacht, nein, dieses Spiel, es nervt mich nur, das werde ich niemals streamen. Ja, und jetzt sitzen wir hier und jetzt hat sich die Meinung ein bisschen geändert. Also, es kommt immer so ein Punkt, wo ich dann merke, okay, ab hier müsstest du wirklich anfangen zu streamen, um dir nicht selber zu viel wegzunehmen. Und das ist der Punkt jetzt. Deswegen, ohne groß rumzureden, ich schalte mal ganz kurz um. Ich habe sogar extra, das wollte ich noch ganz kurz sagen am Anfang, ich habe extra sogar den Hintergrund angepasst. Also das ist jetzt hier noch so, was ihr kennt von Minecraft. Aber ich habe mal versucht, ich weiß nicht, ob wir das so lassen, ist ja jetzt erstmal nur so austestmäßig, aber ich habe das geändert. Ihr seht das gleich, denn Terraria, ihr wisst ja, das ist so ein bisschen, das Cover ist so ein Baum, es ist grün, es ist die Erde, das heißt, man muss auch nach unten graben, was ich nicht gern mache. Also habe ich gedacht, ich passe es einfach in den Hintergrund an und wir machen schöne Wolken. Denn ganz ehrlich, mein Ziel ist halt schon ein bisschen in den Himmel zu gehen. Also es ist schon ein bisschen, es soll nicht Alien Warrior 5.3 werden wie in Minecraft, das ist auch was ganz anderes. Aber im Endeffekt, ich will schon ein bisschen das Spiel ausreizen und da hinten seht ihr ja auch so schön. Es Nacht werden und die Wolken kommen. Und ich wollte das einfach so ein bisschen in diesem Vibe haben. Wisst ihr, so dieses, ich will nicht sagen niedliche, aber vielleicht auch so ein bisschen entspannte. Also bei Minecraft ist meistens so dieses, der Weltraum ruft und hier mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich wollte es einfach so ein bisschen, dass man auch sieht, hey, sie spielt heute wirklich ein anderes Spiel. Kann man, glaube ich, jetzt ganz gut sehen. Und ich fand es fluffig. Und ich mag fluffige Dinge. Wahrscheinlich, weil ich selber so fluffig bin. Also gut. Ich muss ganz kurz mal was noch trinken. Kleinen Moment. So, kein Schwein spielt mehr Terraria wahrscheinlich. Alle haben das schon gespielt vor 10 Jahren. Das ist eigentlich wie in Minecraft. Ich hole jetzt erstmal die ganzen Spiele auf und ich mag das, weil auch über dieses Spiel habe ich nicht viel gesehen. Also ich verwechsel das immer ein bisschen mit Starbound.
Ich habe das so ab und zu im Let's Play gesehen, aber jetzt nicht wirklich viel. Deswegen, wir lassen uns einfach überraschen und wir legen jetzt los, oder? Würde ich sagen. Ich hoffe, die Musik ist laut genug. Wir starten einfach mal. Einzelspieler. Das ist das eigentlich, was ich machen will. Kann ich denn jetzt schon hier mit dem Controller anfangen? So, ganz kleinen Moment. Ganz kurz. So, machen wir ganz kurz hier. So, das hier. Das wird jetzt nicht so sein wie am Freitag. Da gab es echt Controller-Probleme. Das wird jetzt aber hier nicht so sein. Das kann ich ja versprechen. So, ich muss nur ganz kurz. La la la. Das muss ich gleich verbinden. Es sollte zumindest funktionieren. In der Zeit kann ich euch mal ganz kurz erzählen, in der das hier so reinlädt, wo ich vorher war. Kleinen Moment. La la la. Es ist wirklich immer am Anfang, wenn man ein Spiel anfängt. Man ist erstmal so ganz kurz so, hoffentlich funktioniert alles, hoffentlich geht das. Und dann geht es natürlich nicht. Das ist meistens so. Wir machen jetzt erstmal, ich mache das auch mal raus, so, la la la. So, genau, machen wir erstmal alles entfernen. Wir fangen gleich an mit Terraria. Ihr könnt euch schon mal irgendwie was zu trinken holen. Ihr könnt schon mal anfangen zu chillen. Euch gemütlich machen. Es geht gleich los. Ich möchte, das ist wirklich wie, als wenn man so eine Tierdoku dokumentieren würde. Und dann wartet man die ganze Zeit darauf, dass die Tiere irgendwas machen. Man sitzt so im Busch und wartet irgendwie drauf. So fühle ich mich gerade eben, dass sich der Controller verbindet. So, la la la. Während das so im Hintergrund passiert, kein Stress, Anna. Ich glaube, das ist eins der wichtigsten Sachen. Leg mal kurz den Controller weg. So. Stress dich nicht wegen irgendwas. Das ist Terraria. Das ist ja Session 0 sozusagen. Wir können ganz entspannt da reingehen. So, Moment. Ich hätte das. Ich habe es auch vorher ausgetestet. Ich habe es vorher 100 Mal ausgetestet. Das ist wirklich immer so. Das ist wie eine Live-Show. Du kannst es testen, wie du willst, und dann, wenn du wirklich da sitzt. Aber wir werden das schon schaffen. Keine Sorge. Wir werden das schon irgendwie schaffen. Ansonsten spielen wir so lange mit der Maus. Ist auch in Ordnung. Wir müssen ja eh erstmal einen Charakter erstellen. So, hier könnt ihr sehen, das habe ich schon gemacht, das ist so testmäßig gewesen, aber ich will das nicht, dass es Anna Hu ist. Wir machen mal neu. Name ist immer schwierig, finde ich, weil ich habe ja noch gar nichts gemacht. Ich hoffe, wir können das am Ende noch eintragen. Also, okay, Reise. Das sind hier die Schwierigkeitsgrade. Ich will den Test habe ich hier mit so einem Reisecharakter gemacht. Das heißt, ich hatte ein paar Sachen. Das war ganz gut, weil ich war sehr überfordert in diesem Spiel. Dazu kommen wir später. Ich möchte aber, glaube ich, so anfangen. Klassisch lassen bei Tod Geld fallen. Geld interessiert mich nicht so, außer ich bin Super Mario, aber ansonsten ist nicht so wichtig. So Medium lassen bei Tod Items fallen. Ich weiß es nicht. Mich würde jetzt interessieren, wie das Spiel eigentlich in echt ist. Also was die meisten Leute ausgewählt haben. Klassisch klingt mir schon eigentlich ganz gut. Hardcore will ich nicht unbedingt machen. Sterben für immer? Nope. Das mache ich auf gar keinen Fall. So klassisch, okay. Wenn ich jetzt hier weiterklicke, ist das dann noch eingestellt? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, gut. Okay, dann, was ist jetzt das? Schade, dass es irgendwie nur diese zwei Auswahlmöglichkeiten gibt. Ist das jetzt hier, was ist das? Gewand oder was? Bodytype? Ich muss gerade mal ein bisschen so gucken, wie man läuft vielleicht. Ich kann jetzt irgendwie überhaupt, ehrlich gesagt, überhaupt kein. Un ist es vielleicht. Nee, Hautfarbe ist auch nicht. Ich kann überhaupt keinen Unterschied erkennen. Echt nicht. Wir machen einfach mal das. Mal, vielleicht kommen wir ja später zurück. So. Okay, jetzt kommen wir hier zu den Frisuren. Okay, Terraria. Das ist ja auch irgendwo auf einem anderen Planeten, richtig? Ich mag eigentlich schon ganz gern so eine Frisur haben. Das ist so ein richtig hoher Zopf, den ich jetzt gerade habe, aber nur noch höher. Das gefällt mir eigentlich sehr. Dann, was ist das? Ach, die Haarfarbe. Ui, das will ich haben. Und ich will unbedingt lila Haare haben. Oder. Was hebt sich denn gut ab? Grün? Nee, das bin nicht ich. Grün ist nicht meins. Blau, ne? Okay, wir müssen mal gucken. Rot auch nicht. Vielleicht, aber so, es soll schon so einen hellen Ton haben.
Mal ganz kurz. Ja, weiß nicht. Man soll. Oh, Silber ist natürlich auch sehr schön. Ich glaube, das bin ich. Erkennt man das als lila? Ich muss gerade mal so ein bisschen noch hin und her spielen. So. Dann Augenfarbe. Okay, das ist krass. Oder? Ist das auch. Ah, nee, das ist. Moment mal. Doch, ja, das sind die Augen. Ich bin ein bisschen überfordert, weil ich sehe gerade den Unterschied nicht von diesem Regler zum Beispiel. Ich mag das nicht, wenn da wirklich gar nichts dran steht. Und was ist das? Oh! Nein, das machen wir nicht. Vielleicht so. Okay, jetzt kommt, glaube ich. Was ist das? Hautfarbe? Haben wir denn irgendeinen Schimmer vielleicht? Werden wir denn vielleicht angestrahlt auf diesem Planeten irgendwie? Ich weiß es halt nicht. Sind wir eigentlich ein Mensch oder was sind wir? Das finde ich, ist mir schon wieder fast zu abgespaced, wenn ich ehrlich bin. Ich wünsche, ich würde jetzt wieder den Ton finden, der ursprünglich da war. Das ist so ein bisschen schwierig. Das sieht ja fast aus selber wie ein Zombie. Das machen wir auf gar keinen Fall. Nee. Ich muss gerade noch so ein bisschen rum überlegen. Okay, es wird im. Oh mein Gott. Okay, Moment. Ich wollte eigentlich nicht wie ein Skelett rumlaufen. Wie haben wir das geschafft? Ich will das nicht sein. Halt. Okay, Moment mal. Kommen wir irgendwie wieder zurück in dieses. Vielleicht. Und jetzt ein bisschen heller? Nee, das. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel schon mich fordert in diesem Moment. Ja, genau das. Das ist doch gut so. Okay, was ist das jetzt? Rüstung? Habe ich überhaupt eine an? Ich bin noch eine Frau. Meistens haben die keine an den Spielen. Leider immer noch. Blau, ich weiß nicht. Ich will halt schon auch, was sich abhebt. Okay, das sieht eigentlich ganz cool aus. Das ist so dieses. Ist das das Shirt runter oder ist es noch der Rucksack? Ich weiß auch nicht, es soll sich. Oh ja, mein Laptop freut sich gerade. Das ist auch so ein bisschen ein Test. Es ist heute auch ein Test. Wird Terraria laufen, während wir es auf Twitch streamen? Also, falls es mittendrin abbricht, wisst ihr, mein Laptop hat es nicht geschafft. Nee, also gelb wollen wir es nicht. Habe ich eigentlich mein Mikro? Ja, ich habe mein Mikro an, gut. Wir gehen nochmal zurück. So, ich finde. Ich muss gerade mal ganz kurz gucken. Ich will das eigentlich. Eine Hose. Ich will das eigentlich auch lila haben, wenn ich ehrlich bin. So, und das ist mir irgendwie fast schon zu mischmaschmäßig. Mal vielleicht in die Silberrichtung. Das sieht doch aus wie Moon Boots. Das finde ich eigentlich ganz nice. Nur das T-Shirt gefällt mir noch nicht so. Vielleicht so? Es ist schon sehr rosamäßig. Das vielleicht? Das finde ich ganz gut. Das ist sehr im Lila-Style gehalten. Das gefällt mir. So, währenddessen könnte ich mal ganz kurz gucken. Wie sieht es denn hier aus mit unserem guten Controller? Wir machen das nochmal so. Lalala. Müsste eigentlich gleich kommen. Das ist wirklich. Ich kann es euch sagen. Wenn man streamt, man hat echt so viele Dinge, an die man denken muss. Wenn nicht, machen wir eine halbe Stunde Gameplay einfach so mit der Maus. Ich werde scheitern, aber ja. So, wir machen mal verbinden. Verbunden. Okay, verbunden. Okay, perfekt. Es funktioniert. Oh Gott, ich freue mich gerade so. Okay, sehr gut. Name, das haben wir noch nicht gemacht. Ich glaube, ich hatte so einen Kopf im Namen, so einen Namen im Kopf. Ich will sie. Gwen. Gwen. Gwendoline oder Gwen? Gwendolin.
Ich glaube, ich nenne sie Gwendolyn. Ich mag das. Gwendolyn. Ich glaube, ich will den Namen auch für andere Charakter benutzen. Ich mag den Namen sehr. Okay, cool. Gwendolyn. Ja, das wollen wir. Okay, Wildwuchsherzen, Reise, Kleinwelt. Welt auswählen. Als Favorit in Cloud. Okay, das müssen wir nicht machen. Kleinwelt, Reise. Hier kann ich gar nichts umstellen. Ich glaube, das ist einfach nur... Ich weiß aber jetzt nur nicht... Wisst ihr, was mein Problem ist? Ich weiß nicht, ob Kleinwelt mir zu klein ist. Das ist gerade ein bisschen mein Problem. Klein, es klingt sehr mini. Kann ich denn irgendwie... Wir gehen nochmal zurück. Gwendolyn, klassisch. Okay, kann ich hier vielleicht die Welt wechseln? Welt auswählen? Ich glaube, das geht nur so. Kleinwelt. Warum nur die kleine Welt? Ich will bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Huiuiui, mein Laptop freut sich gerade. So, gut, ich schaue mal ganz kurz, wie es bei euch das Bild aussieht. Ja, kann man alles sehen, sehr schön. Ich mag die Wolken wirklich sehr. Und ihr hört auch, hoffentlich. Kann auch sein, die Musik ist ein bisschen leise. Wer das jetzt gerade hört, einfach Bescheid sagen, wenn man das wirklich nicht hört, weil eigentlich müsste die Musik schon gut da sein. Okay, wir machen das jetzt. Wildwuchsherzen, Kleinwelt, na gut. Okay. Nur Reisecharaktere können eine Reisewelt betreten. Ja, okay. Okay, was willst du mir damit sagen? Spiel? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Irgendwas will das Spiel mir gerade sagen. Wir werden einfach scheitern. Das ist ein Let's Play vom Scheitern. Wundert euch nicht. Als Favorit in Cloud. Spielen. Okay, das ist sehr merkwürdig. Das heißt, ich hätte hier schon, wollt ihr mir sagen, ich muss jetzt das nochmal neu machen, weil ich hier was falsch eingegeben habe. Klassisch, ist das das Problem vielleicht? Welt auswählen, neu, hier haben, oh mein Gott. Hallo Anna. Okay, Name. Klein, mittel, groß. Also klein, perfekt für eine schnelle Einzelspielerfahrung. Größer und besser für längere Erkundungstouren oder auch mit einem Freund zu spielen. Ah, groß. Super groß für längere Spiele und mehrere Spieler. Perfekt für schnelle Einzelspielerfahrung. Will ich das? Will ich wirklich eine kleine Welt haben? Name. Weltname. Hoffentlich können wir die Welt da noch ändern, wenn ich jetzt, weil ich habe jetzt, können wir vielleicht abbrechen machen? Okay. Sieht Zufall. Lass die Natur entscheiden, ob deine Welt vom Verderben oder vom Purpur infiziert wird. Was? Das Verderben zieht sich wie eine Krankheit durch deine Welt. Das makabre, groteske Purpur wird in deiner Welt sein. Hilfe. Ich weiß nicht, was besser ist. Dann, was ist das? Reise. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Entfesselt deine Kreativität. Dein Abenteuer beginnt. Das Standerlebnis. Experte, Reichtum, Ruhm, Wille. Okay, Meister. Game over, Mann. Game over. Brutal schwer. Wieso steht hier nur für die wahrhaft Tapferin? Wir sind auch tapfer, wenn wir einfach nur das hier machen. Ich glaube, wir machen auf jeden Fall klassisch. Dann Welt. Größer und besser. Boah. Wieso sollte ich nicht auf etwas klicken, was größer und besser... Moment, wir müssen mal trinken. Boah. Hallo, ein kleiner Fuchs, hallo. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut, vielen lieben Dank. Heute zum allerersten Mal testen wir Terraria. Kennst du das Spiel? Ist meine Frage. Boah, klein, mittel, groß. Das ist jetzt wirklich, das ist wirklich eine wichtige Entscheidung jetzt. Klein, perfekt für eine schnelle Einzelspielerfahrung. Mittel, für längere Erkundungstouren oder auch mit einem Freund zu spielen. Ich,
Ich tendiere ein bisschen, trotz allem tendiere ich irgendwie zu klein. Aber nie selbst gespielt. Okay. Zu wie sollen wir uns entscheiden? Klein, mittel oder groß? Ist es wirklich, boah, ich kann nicht glauben, das Spiel hat noch nicht mal angefangen. Ich stehe schon vor so riesigen Entscheidungen. Mittel. Ich glaube, bei Mittel ist man einfach länger unterwegs. Ja, das ist der Unterschied. Ich weiß nicht, ob ich. Ich tendiere, glaube ich, schon zu klein erstmal. Für schnelle Einzelspielerfahrung. Ich denke, bei klein sind die Gebiete näher beisammen. Kann ich mir vorstellen. Warum muss man sich so entscheiden am Anfang von einem Spiel? Warum machen die das? Ich mache jetzt mal klein. Okay, und hier Zufall. Hi, hi, Flocky, hallo. Was sind das vor deinem Ding, vor deinem Namen? Was sind die Lokomotive davor? Vor dem Häschen, hä? Hallo, war gerade zufällig an und sehe, dass ich deinen Stream fast verpasst habe. Oh, hallo. Vielleicht kannst du mir helfen. Sollen wir klein, mittel oder große Welt machen? Ich bin gerade echt am Überlegen. Was sind das für eine Lokomotive vor deinem Namen? Die habe ich aber nicht hingemacht. Was bedeutet denn das? Was heißt das? Wir hatten doch einen Hype-Train bei deinem Special, deshalb. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Das erinnert mich wirklich an letzten Donnerstag. Oh mein Gott, ihr habt mich echt fertig gemacht. So toll war das. Ach so, das ist ja cool. Ja. ich weiß nicht, Klein. Ich habe auch keinen Plan von Terraria. Okay. Ich glaube, Mittel. Wir werden eine Stunde überlegen. Wir werden eine Stunde an dieses, das ist, warum machen die sowas? Wird er vermuten, dass klein ausreicht? Was ist, wenn ich in den Himmel bauen will? Was ist dann? Aber ich vermute auch zum Testen. Es ist ja. Nachher ärgere ich mich vielleicht. Nein, okay, wir machen klein. Ich finde, klein ist okay. Klein und fein. Das ist dieser Stream heute. Klein und fein, okay? Dann Name. Gib deiner Welt einen Namen. Wähle ihn weise, denn du kannst ihn später nicht mehr ändern. Ich bin nicht vorbereitet auf sowas. Name, Weltgröße, Weltname. Wie soll man sowas live entscheiden? Weltnamen eingeben. Boah, ist das schwer. Vor allem, ich will es halt auch nicht so Minecraft. Ich will nicht, dass es zu sehr wie mein Minecraft-Game wird. Trotzdem gehen mir jetzt schon sehr Galaxienamen durch den Kopf. Turaria? Nein. Hat eine Ware noch Schwesternplaneten? Mein Gott, bestimmt, bestimmt. Jetzt fängt das an. Nein. Nein. Ihr seid heute an diesem Dienstag hergekommen, um einer Person zuzugucken, wie sie sich einen Weltnamen überlegt. Nein. Arusia. Arusia? Arusia? Gwendolin auf Arusia. Arusia. Vielleicht, ich muss ganz kurz nochmal überlegen. Arusia. Arusia. Kann man das irgendwie falsch verstehen? Nee, oder? Klingt toll. Arusia? Okay, das ist irgendwie. Ich glaube, wir machen das. Ich weiß nicht, wie das mein Gehirn gerade gemacht hat, aber es hat's gemacht. Arusia, wir machen das. Oh, das ist schön. Jetzt bin ich doch aufgeregt innerlich, muss ich echt sagen. Ich bin aufgeregt. Sieht. Oh Gott. Ja, das wird das Spiel schon gut machen. Okay, Zufall. Lass die Natur entscheiden, ob deine Welt vom Verderben oder vom Purpur infiziert wird. Naja, Verderben, das ist eine Krankheit. Purpur ist groteske Purpur wird in deiner Welt sein. Das makabre, groteske Purpur. Oder das Verderben. Das Verderben oder Purpur. Wie würdet ihr euch entscheiden? Was würdet ihr jetzt wählen? Das interessiert mich, weil ich finde, das sagt mir beides nichts. Es klingt beides nicht so gut.
purpur, makaber und grotesk. Das klingt ein bisschen so, als ob die Monster ziemlich grotesk werden. Vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, ich weiß es nicht, so sarkastisch oder so. Verderben. Verderben sind vielleicht Zombies? Ich weiß es nicht. Das ist voll die schwierige Entscheidung. Wir machen, die erste Stunde ist hier einfach nur Welterstellung. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ich würde Zufall nehmen, mir sagt auch beides nichts. Ja, das ist echt schwer, oder? Das kann halt auch spielentscheidend sein. Wisst ihr, was mache ich denn, wenn ich jetzt Verderben nehme und nachher ärgere ich mich, weil, ja, genau, Zufall, boah. Aber das Ding ist, ich will auch schuld sein an meinen Entscheidungen. Ich will schuld sein. Ich will, dass man mit dem Finger auf mich zeigen kann und sagen kann, hättest du dir das? Wisst ihr, ich will mich darüber ärgern können. Deswegen. Okay, Anna, überleg. Wir sind alle nicht entscheidungsfreudig, ja. Es ist eine große Bürde, Frodo Beutlin. Es ist eine große Bürde. Verderben, eine Krankheit oder grotesk? Makaber grotesk. Oder sollen wir doch den Zufall entscheiden lassen? Sollen wir echt den Zufall entscheiden lassen? Wirklich? Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, weil ich kann das nicht entscheiden. Weil das ist eigentlich ist das was, eine Weltenerstellung, da kann ich ja nichts dafür, wisst ihr? Das wäre dann so ein bisschen, ich fühle mich gerade, als würde ich irgendwie so ein Gotteswesen oder so spielen. Ich weiß es nicht. Zwar habe ich alles andere auch eingestellt, aber ich würde vermutlich Verderben nehmen, klingt nach Mind Control. Man muss gar keine Persönlichkeitstests mehr machen. Man muss einfach nur den Leuten dieses Spiel geben und fragen, was würdet ihr eher einstellen? Verderben oder Purpur? Und morgen erzähle ich dann so meinen Freunden, so, ja, gestern habe ich gestreamt, Terraria, ja, und die fragen, und wie weit bist du gekommen? Ja, bis zum Welterstellungsmenü. Zufall. Lass die Natur entscheiden. Im Endeffekt ja. Zufall. Na gut, wir machen das. Okay, haben wir jetzt alles? Arusia, das klingt voll cool. Klein, klassisch, Zufall. Erstellen. Wird gemacht. Dreck. Generieren. Dschungel. Ich lese hier lauter Sachen. Wüstifizierung. Was ist das? Es lohnt sich, deine Ozeane zu erkunden. Dort findest du Schätze, Farben und manchmal sogar schlafende Angler. Pilzflecken. Granit. Was? Oh, ich bin aufgeregt. Erstellen der Unterwelt. Gewässer werden hinzugefügt. Reinigung, Hornissennester, was? Glätte der Welt, Höhlen, Verstecke erstellen von Igitt. Ich habe da gerade was Igittes gelesen. Kräuter, Unkraut, Gewässer. Oh mein Gott, ich versuche mir alles zu merken. Wasserpflanzen. Das hat mir jetzt gerade alles was gesagt. Hilfe, oh mein Gott, will ich das. Oh, ich habe gerade was echt Ekliges gelesen von Susis. Will ich das wirklich machen? Die heißen hier aber, glaube ich, nicht Susis. Aber Susis ist generell in dem Universum. Vielleicht ist Elion Varia 5.3. Und Arusia, vielleicht sind die irgendwie in der gleichen Galaxie. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich nicht. Okay, Arusia! Das sieht aus, als ob. Das ist hier lila. Das sieht aus, als ob es das Verderben geworden ist und nicht dieses Purpur. Ich mag den Wolkenhintergrund. Dankeschön, ich auch. Dann habe ich 5 Minuten vor dem Stream reingemacht. Und mag es sehr. Ich wollte einfach einen Unterschied haben, damit man sieht, sie spielt hier gerade was anderes. Okay, Arusia. Okay, wir machen das jetzt. Ist mein Controller? Wo ist der? Verbunden. Okay, das heißt, ich kann jetzt damit spielen, oder? Oh mein Gott, ich fühle mich so professionell. Okay, es geht los. Brandon? Brandon? Hallo, Brandon. Du hast irgendwie 250, du bist irgendwie richtig stark, Brandon, glaube ich. Oh, es heißt, es gibt jemanden, der dir erklärt, wie man in diesem Land überlebt. Oh, Moment, das bin ja ich. Ah, wieder so ein Schlaumeier, alles klar, gut. Ich brauche dich nicht, Brandon. Ganz ehrlich? Brandon?
Da sind komische Dinger hinter mir hier, Brandon. Kannst du dich vielleicht mir helfen? Ein bisschen außen ist dieses. Oh, wow. Diese Karte dort oben stört mich ein bisschen. Ich mache mal ganz kurz Options. Hilfe, 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 Hilfe. Das soll eigentlich nur weggehen. Share, was passiert, wenn ich diesen Button drücke? Okay, jetzt ist es weg. Das, genau, das wollte ich. So, wie ist denn die Lautstärke für euch? Mal ganz kurze Zwischenfrage. Wie ist das Verhalten? Ich mache mal ganz kurz. Bei mir ist es nämlich ein bisschen zu laut. So, hört ihr alles? Ist das alles gut? Brandon, ganz kurz, kannst du mir noch irgendwas sagen? Hilfe. Im Hintergrund findest du Kristallherz, mit denen du deine maximale Lebensspanne erhöhen kannst. Du kannst sie mit der Spitzhacke zerschlagen. Gut, ja. Das sind so Dinge. Ich will jetzt erstmal, Brandon, ganz ehrlich, kann es sein, dass hier auch Tag-Nacht-Rhythmus gibt und dass in der Nacht schlimme Dinge passieren? Willst du mir vielleicht sowas sagen, Brandon? Ganz ehrlich, wo kommst du eigentlich her und wo komme ich her? Das sind die Fragen, die mich hier auf diesem Planeten interessieren. Warum gibt es mich überhaupt? Wo sind meine Erziehenden? Wo komme ich her? Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Brandon sagt nichts mehr und schießt auf mich. Wieso schießt er auf mich? Das Spiel könnte ein klein bisschen lauter sein. Okay, wir machen es klein bisschen lauter. Wie komme ich dahin? Options? Nein. Share? Nein. Brandon, mich greift was an, Brandon. Moment mal, ganz kurz. Wir müssen hier. Wie komme ich hier nochmal in dieses Menü? Da unten sind Einstellungen. Vielleicht machen wir die Musik minimal. Das ist schon leise. Wir machen das mal so, oder? So. Mal gucken, oder? Also. Das ist das Menü, ich habe nichts drin. Doch, ich habe ein Schwert. Hier. Grashüpfer. Ich habe. Oh nein, das ist der erste Mod auf dem Planeten. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich habe das ja schon ein bisschen angetestet. Das ging. Ich hasse Krebse. Ich will es nur ganz kurz sagen. Wenn die hier auftauchen, dann mach ich das ganze Spiel aus. Okay, hier ist Wasser. Ich weiß nicht, ob ich da rein kann. Das Spiel hatte Musik. Oh, wir machen das ganz kurz. Ich mache das noch mal. Ich mache das mal ganz kurz. So, okay. So. Hört ihr das? Das ist voll gut Feedback am Anfang, gerade wenn man ein Spiel zum ersten Mal spielt, denkst du so, ich habe keinen Plan, ob die Leute das hören. Brandon, wo bist du hin? Denn ich bin hier ein bisschen verloren. Ich habe jetzt nur noch 4 Herzen von 5. Kann ich schwimmen? Oh. Okay, ich kann da rein, will da aber nicht. Oh ja, das ist besser. Ist es immer noch zu leise oder geht's? Also ist es angenehm. Ich will nicht, dass es nur so minimal zu hören ist. Man soll schon die Musik ein bisschen hören. Okay, wir laufen einfach mal nach links, denn ich brauche irgendeine Behausung. Und wie funktioniert das jetzt nochmal? Genau, irgendwie so. Und dann kann man auch irgendwie so machen. Genau, und ich kann mich eigentlich schon teilweise wahrscheinlich irgendwo nach unten graben. Vielleicht. Oh, da ist ein. Oh, der Baum ist ja schön. Der Baum ist schön. Können wir vielleicht ganz kurz den irgendwie haben oder so? Ich weiß nicht. Ich muss mich erstmal einfinden, okay? Ich muss mich erstmal einfinden. Hier, wir laufen mal nach links. Und ich habe dich gar nicht mehr so laut, sehe ich gerade. Dein Stream ist also auch insgesamt laut genug. Okay, danke schön für das Feedback. Das heißt, das müsste jetzt hoffentlich eigentlich passen. Dankeschön. Es wird Nacht. Oh nee. Nee, 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 nee. Wir gehen nicht in den Düsterwald. Die Geschichte kenne ich. Das machen wir nicht. Ah, 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 ah. Wir gehen nicht zu den Trollen. Da hinten kommt Igitt. Da hinten kommt ein Hummer. Ich hasse diese Dinger. Ich will dich nicht. Geh weg. Warum bist du. Oh Gott, ich habe gewusst, dass das schief geht. Wir müssen rennen. Das Ding ist aber schneller wie wir. Das holt uns gleich ein. Was ist die Olympiade oder was? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und das blöde Schwert, das bringt mir auch nicht viel. Guck doch mal. Und dieses blöde Hummer da oben. Passt super. Dankeschön. Wieso haben wir jetzt einen Hasen getroffen? Wir sind gleich down. Brandon? Brandon, kannst du vielleicht mal helfen? Da ist ein Hummer hinter mir her, Brandon. Ich glaube, wir sind gleich down. Das wird nicht so. Das wird echt nichts. Brandon, kann ich mich nach unten? Wieso haust du jetzt ab? Ganz ehrlich. Ich wusste schon in der Schule, dass du irgendwie nur so ein Typ bist.
Weißt du, so daten ja, daten will er mich, aber nicht mich dann verteidigen. Das sind die richtigen. Ich sag's euch. Seht ihr? Vielen Dank, Brandon. Dankeschön, du wurdest getötet, hast Kupfer fallen lassen. Ich hab doch nicht mal Geld dabei gehabt. Gwendolyn wurde aufgespießt. Wie furchtbar ist das denn? Ich dachte, das ist ein Spiel für Kinder. Du bist auf Hasi draufgesprungen, das hat Hasi nicht überlebt. Ich bin hier in Dauerbeschuss. Ich weiß nicht, warum ich hier bin, was das alles hier soll. Ich weiß nur, ja, Brandon ist nicht so eine Hilfe. Wir müssen jetzt nach unten. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Da oben ist ein Schmetterling, der wird mich wahrscheinlich auch angreifen, so wie alles hier auf dem Planeten. Wahrscheinlich dreht sich der Baum jetzt noch um und sagt guten Tag. Ich weiß es nicht. Ja, man sollte auch wissen, wie man nach unten das macht, Anna. Das wäre ganz gut. Das ist so ein bisschen auch manchmal so ein Problem, wenn man mit dem Controller spielt. Dann bist du so, ja, die Unterstützung ist vielleicht nicht ganz so. Das müssen wir noch ein bisschen rausfinden. Okay, wir haben uns jetzt. Wir sammeln das einfach mal ein. Verfaulter Fleischbrocken. Ganz ehrlich, das ist ja wie in Minecraft. Igitt. Kann ich nicht einfach Sachen liegen lassen? Was ist denn das hier? Das sieht aus wie so ein Nibelungenkreuz oder so. Dreckblock? Nee. Also ich will eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich brauche einen Berg. Da wo ein Fadenkreuz ist, würde ich vermuten. Ja. Nur, wir können das nicht ganz so. Ich habe das ja auch schon ausgetestet, nur das müsste eigentlich dann gelb leuchten. Ich weiß nicht, warum das ist. Möchtest du Ideen zur Spielsteuerung? Ich kenne es selbst nicht, ich würde raten. Ich glaube, das ist nochmal. Das ist halt die Geschichte mit einem Controller. Kannst du auch nicht viel helfen. Ich will erstmal jetzt ganz am Anfang noch ein bisschen ausprobieren. Erstmal einfach so ein bisschen ausprobieren. Ente, okay. Gut, wir können schwimmen. Halt! Wir müssen hier schnell hochgehen. Ich wollte es nur ganz kurz sagen. Im Hintergrund, das ist schön. Das ist ein bisschen so Heidi-Landschaft. So, guten Tag, Ente. Ich will dich nicht. Ich will eigentlich auf einen Berg. Wir laufen einfach mal nach rechts und gucken, was passiert, okay? So, hier ist es dunkel. Das sieht nicht so gut aus, würde ich mal sagen. Kommen wir hier hoch? Sehr gut. Ich glaube, bald ist der Tag rum. Ist das hier eine friedliche Gegend? Nee, ist es nicht. Da kommt die Wüste. Okay, ich will nicht zu weit weg. Das heißt, wir haben hier wirklich keinen einzigen Berg. Der einzige Berg, den wir haben, ist das hier. Dann nehmen wir halt das, okay? Wir nehmen das hier. Ich hole mir jetzt ein bisschen Material von hier unten. Oder wir graben uns einfach hier ein. Wartet mal ganz kurz. Wie machen wir das? So, oder? Da unten sind auch schon, da warten irgendwelche Dinge auf mich. Es ist sehr dunkel und es wird jetzt gerade noch dunkler und die Sonne geht unter. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir sind ja gerade schon von so Hummern heimgesucht worden. Ich werde es ja nur mal ganz kurz sagen. Ah, das müssen wir noch ein bisschen. Das ist noch Feintuning. Da unten kommt schon wieder was und will mich irgendwie, will mir an den Kragen. Okay. Ich weiß nicht, wie viel reicht hier, um sicher zu sein. Dieser blaue Schleim. Kannst du mich mal vielleicht einfach mein Zuhause bauen lassen? Ich komme auch nicht einfach auf deinen Planeten und nehme dir deinen blauen Schleim weg. Okay. Ja, es wird heute ein entspannter Abend. Kann ich euch schon mal sagen. Für euch. Für mich nicht, weil ich im Dauerstress bin, weil die Sonne untergeht und wir müssen jetzt zumachen. Koste es, was wolle, wir müssen jetzt zumachen, aber wir werden wahrscheinlich auch in kompletter Finsternis sein. So, wie komme ich denn jetzt da oben in dieses Ding? Okay, Tagesblumen, Dreckblock. Ich muss selber gerade mal ganz kurz gucken. Da unten sind die. Das heißt, ich kann dich doch bestimmt. Ich baue mich jetzt zu. Wir machen das einfach. Oh. Oh, die Musik wird schon anders. Die Musik wird schon anders. Wir werden gleich. Wenn wir uns nicht zumachen, dann werden wir sterben. Okay, hey, perfekt. Einmal alle durchatmen. Voll gut, wir sind schon sicher, aber es wird halt langsam auch dunkel. Ich wünschte, haben wir nicht irgendwie eine Fackel oder sowas? Oh, ich muss, der Nightbot, der ist noch ein bisschen falsch. Ich spiel gar nicht mit Rotzblocke heute. Tut mir leid. La la la.
Muss ich rausmachen. Sieht ein bisschen so aus, als würde die Figur die Steinhacke wie einem Seil um sich schleudern. Das mache ich bestimmt auch in echt so. 100%. Also, Freunde, wir sind hier, ihr wisst ja, dass ihr, wenn ihr jetzt gerade zuschaut, wir sind am Anfang einer Survival-Reise. Das ist das Schönste von allem. Später, wenn alles sicher ist, das ist gar nicht mehr so. Also ich meine, das ist immer noch interessant, aber wir sind ganz am Anfang. Wir haben nichts, außer so merkwürdige Pilze. Kann man die essen? Stellt 15 Leben wieder her. Okay, Tagesblumen kann platziert werden. Mhm, Steinblock. Okay, Dreckblock, ja. Da unten können wir Kupfermünze. Kupfermünze. Können wir dich irgendwie... Können wir irgendwas mit dir machen? Ah ja, wir haben dich jetzt abgelegt. Na gut. Was ist das? Glibber. Oh, Glibber. Das ist doch das. Das habe ich schon mitbekommen. Mit Glibber kann man, glaube ich, Licht machen. Verfaulter Fleischbrocken. Igitt. Sieht lecker aus. Also, ich glaube, wir können da unten... Wir brauchen Holz. Minecraft hatte ich auf Terraria vorbereitet. Ich habe ja einmal einen Testlauf gemacht. Daher weiß ich das tatsächlich mit dem Glibber. Sonst wäre ich verloren gewesen. Es ist Nacht und wir haben kein Holz. das hat sich gerade nicht gut angehört. Ich hoffe, dass ihr gerade keine Streamverzögerung habt. Mein Laptop hat gerade ein bisschen sowas gesagt. Ich habe Angst, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, wir sind hier relativ sicher. Oh Gott. Das ist gerade so laut auf meinen Kopfhörern. Habt ihr das auch gehört? Da ist jemand richtig ungemütlich. Wir hätten Holz beschaffen müssen. Unsere erste Nacht wird in kompletter Dunkelheit sein. Das ist, als wenn du irgendwo strandest und... Ich will jetzt nicht sagen abstürzen, weil das ist Alienware 5.3, aber stellt euch mal vor, du bist einfach auf diesem Planeten und du bist weit weg von zu Hause und du bist so in irgendeiner Höhle und vor deiner Höhle ist so ein blauer Glibber und du hörst die ganze Zeit merkwürdige Geräusche. Also wenn ihr gerade erst zuschaut, das ist nicht falsche Einstellung, wir sind gerade in kompletter Dunkelheit leider. Ab und zu hast du einen Freeze. Oje, oje. Manchmal hakt das Ganze. Man merkt, dass dein Laptop echt an der Grenze ist, aber hält sich wacker. Okay, danke für das Feedback. Vielen lieben Dank. Boah, ist das dunkel. Ja, das wird noch leider... Können wir irgendwie vielleicht den Tag verändern? Das geht, glaube ich, auch. Manchmal hakt das Ganze. Das ist natürlich nicht gut zu lesen. Deswegen, das ist heute auch einfach nur ein Test. Das ist einfach nur ein Test. Können wir nicht... Boah, also ich muss echt sagen, dieses Reise, man konnte da auswählen, ob man auch so einen Reiserucksack hat und so, das war schon einfacher. Weil da konnte man, glaube ich, wirklich hier auch die Zeit verändern. Und hier muss man echt immer die Zeit abwarten, bis man das irgendwie magisch machen kann. Das ist halt schon heftig. Glibber. Boah, ich brauche unbedingt Holz. Unbedingt. Was ist das? Blocktausch? Nee, das ist nichts für uns. Ja, jetzt sind wir komplett mitten in der Nacht angekommen. Guten Tag für alle, die gerade zuschauen. Ich nehme mal ganz kurz den Controller weg, weil wir sehen halt nicht viel, bis auf ein Glibberchen, das vor uns rumspringt. Das ist schon heftig. Das ist richtig krass. Also, wir probieren das jetzt einfach mal. Wir warten ab. Wir sehen im Hintergrund die Sterne. Ich kann das jetzt nur so kommentieren, als wenn ich irgendwie so ein... eine Kommentatorin bin fürs Nachtleben. ja, wir sehen halt wirklich nicht viel, das tut mir leid. Und ich merke auch nebenher, ich muss echt sagen, in OBS, für alle, die das nicht wissen, das ist so die Streaming-Software, kommt immer mal so ein rotes Kästchen. Also ich hoffe wirklich, dass es einigermaßen anschaubar ist. Wie gesagt, ich werde mir das danach dann auch nochmal anschauen, ob mein Laptop sowas überhaupt packt. Da oben, was sind das? Ich glaube, das sind Wolken, die da vorüberziehen. Also ich habe in dem Testing, als ich angefangen habe zu testen, da kamen dann wirklich die Zombies. Deswegen weiß ich, dass da Zombies kommen. Ich höre sie immer wieder, aber bis jetzt ist noch nichts da. Ich weiß gar nicht, ob das
vielleicht auch eine Methode ist, die man gar nicht so machen darf, aber in der kompletten Dunkelheit, wenn du eben gar keine Gegner sehen kannst, können sie dich vielleicht auch nicht angreifen. Ich weiß es nicht. Ist das vielleicht ein bisschen eine Kinderlogik? Kann sein. Aber wir hören ja immer wieder, dass da was ist. Aber wir werden nicht irgendwie, es kommt niemand hin und es läuft auch niemand vor die Tür. Was nie stockt, ist der Sound. Man hört dich also immer, genau wie das Spiel. Okay, das ist schon mal gut. Dankeschön fürs Feedback. Das ist schon mal... Okay, das heißt, das ist das Wichtigste, ja. Der Freeze ist relativ kurz. Wir sind jetzt in American Twitch angekommen. Ja, die Nacht ist lang hier. Oh, ich glaube, jetzt wird es langsam hell. Wird es jetzt langsam hell? Wir können auf jeden Fall einen Schluck trinken, so lang. Mach das auch mal. Es ist draußen immer noch sehr heiß. Ja, Terraria. Habe ich mir so vorgestellt. Habe ich mir nicht so vorgestellt. Nee, wirklich nicht. Also wir können aber jetzt mal zusammenfassen, was wir brauchen. Wir brauchen unbedingt Holz. Wir werden uns jetzt gleich ausgraben, wenn es soweit ist. Es geht immer noch nicht, es ist immer noch der Mond da. Wie lang geht denn hier diese Nacht? Das ist unfassbar. Ist es einfach, werden wir jetzt verdammt sein? Yay, man sieht den Mond. Ja. Als allererstes werden wir jetzt Holz suchen, um wenigstens eine einzige Fackel herzustellen. Das wird schon mal passieren. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir das machen. Diese Geräusche sind wirklich furchtbar. Ich habe da auch wirklich Angst davor. Das kommt nämlich immer so aus dem Nichts, weil wir sehen ja nichts. Außer diesem blauen Schleim, mit dem bin ich vollkommen in Ordnung. Wenn es was anderes wäre, hätte ich da mehr Probleme damit. Also das kleine Ding davor, der Luftballon. Das klingt nicht gut. Ja, das klingt wirklich nicht gut. Und die Nacht ist wirklich lang. Also ist das vielleicht länger als in Minecraft? Ich weiß gar nicht, wie lang die Nacht hier geht. Es kommt mir auf jeden Fall sehr, sehr lang vor. Und vor allem, das ist das, das kann ich jetzt erzählen, während wir in der Nacht sind. Ich habe das testweise ausprobiert. Und was mich so aufgeregt hat an diesem Spiel, kann ich euch jetzt schon sagen, weswegen ich es fast nicht gestreamt habe, ist, dass dieses Spiel dir absolut nichts an die Hand gibt. Absolut nichts. Da ist zwar Brandon, der vorhin gesagt hat, ich kann dir so und so helfen, aber das Spiel gibt dir einfach nichts. Es sagt dir auch nicht, dass Tag Nacht wird. Okay, das macht Minecraft auch nicht. Aber es ist so ein bisschen für mich zu arg so, hier sind die Sachen, mach was draus. Wenn man wartet, ist immer lang. Nächstes Mal irgendeine Lichtquelle oder so. Deswegen sage ich, wir brauchen Holz. Also Licht ist das Wichtigste anscheinend. Ist eigentlich, wie ist das im echten Survival? Da ist ja Wasser, ist ja auch Wasser, Schutz, Licht. Wahrscheinlich die Dinge. Ja, wie in Minecraft. Ja, also ich glaube, viel ähnelt sich hier. Aber es ist dann doch nochmal, ich glaube, dass hier dieses Spiel, was ich bisher gesehen habe, und das war nur ein bisschen, ist schon variabler. Also das Spiel bietet dir mehr Variablen. In Minecraft, was ich mache, was passiert da hinten? Hat da jemand das Licht angemacht? Kommt da jetzt ein Lichtfisch oder was ist da hinten los? Da hinten ist irgendwas hell. Das ist sehr schön, dass wir ein paar Blumen sehen, die sich bewegen. Was wollte ich gerade sagen? Ich wollte gerade irgendwas Wichtiges sagen. Also es ist schon so, in Terraria ist einfach so, hier ist die Welt, komm damit klar. Und du hast sehr viele Dinge im Menü und weißt nicht, was das bedeutet. Okay, das ist manchmal in Minecraft auch so. Okay, jetzt wird's hell, mein Gott. Noch einmal einen Schluck trinken, bevor es jetzt gleich losgeht. So. Okay. Können wir jetzt schon raus? Wahrscheinlich schaffe ich es nicht mal, mich auszugraben. Wie macht man das? Halt, noch nicht. Nicht zu früh, Anna. Hilfe, Gwendolyn. Das hier, oder? So. Die warten da auf mich. Ich weiß es. Die warten da draußen auf mich. Okay. Hoffentlich. Ich glaube, rechts kam eine Wüste. Wir müssen irgendwoher unbedingt Bäume finden. Und einfach dann ganz, ganz schnell eine Fackel machen. Also ich muss echt sagen, ohne diesen Rucksack, weil diese...
den Test, den ich gemacht habe, ich hatte ganz viele Dinge. Ich hatte hier so ein Vögelchen auf dem Kopf, das alle kaputt gemacht hat. Das will ich unbedingt haben. Also soweit, das will ich schon auch haben. So ein Vögelchen, was die ganze Arbeit erledigt für mich. Damit ich hier schön nach oben bauen kann. Das wäre sehr schön. Blauer Schleim. 25 von 25. Und ich finde auch die Gegner hier sehr nervig und sehr, die sind schon sehr stark. Also es ist so, da oben ist jetzt was weggegangen, da war was sehr hell und es ist weggegangen. Können wir es jetzt schon wagen rauszugehen? Ich weiß es nicht. Naja, also ich muss ja sagen, die Nacht drüber zu kommentieren, da habe ich ja meine Erfahrung damit. Aber trotzdem würde ich jetzt gern, ich glaube ganz rechts ist ein großer Baum, den holen wir uns, okay? Den holen wir uns zusammen. Wenn ich es hier rausschaffe, komm, wir machen das jetzt. Das geht mir schon zu lang. So, dann machen wir holen uns Holz, ganz viel Holz. Dafür müssen wir erstmal hier, wir müssten hier rauskommen. Moment. So. Okay, hier. In der Morgendämmerung. Ich probiere es einfach mal. Oh, da kommen schon die ersten Vögelchen. Die haben das mitbekommen, was wir hier machen. So, sehr gut. Holz ganz viel. 36? Okay, das ist natürlich perfekt. Ganz ehrlich, wir sind hier in irgendeiner Gegend. Das sind so Mammut-Riesenbäume. Das ist perfekt für das, was wir hier vorhaben, ehrlich gesagt. Also ich brauche unbedingt sowas wie eine Werkbank. Wow. Okay, wir machen gleich einen Holzhandel auf. Ich habe gerade schon bemerkt, also wir haben jetzt hier unsere Bestimmung gefunden. Verzweifelt nicht mehr lange, das war die letzte Nacht in Dunkelheit, glaube ich. Wow. Eigentlich sollte man das nicht machen mit diesem schönen Planeten, aber natürlich kommt der blaue Schleim. Natürlich, du willst auch was vom Kuchen abhaben, habe ich recht? Natürlich. Komm, ich muss mal mit dir sprechen. So, wir machen ganz kurz als allererstes, machen wir uns das hier, eine Werkbank. Okay, die kommt jetzt hier oben irgendwo hin. Machen wir das mal so. Die Eichel, weiß gar nicht, was man da, damit groß macht. So, okay, Werkbank. Wo bist du, Freundchen? Hier. Kannst du direkt hier unten hinkommen? Geht das? Nein, das geht nicht. Ich glaube, ich muss da irgendwie wahrscheinlich... Freunde. Ich muss wahrscheinlich eine gerade Fläche dafür haben, oder? Nee, passt. Okay, perfekt. So, jetzt kann ich was herstellen. Das machen wir auch sofort. Fackeln. Ja, genau das wollte ich haben. Schnell. Und eine Tür. Das sind die wichtigsten Dinge. Ich kann gerade nicht lesen, weil ich so in Panik bin. Perfekt. Jetzt haben wir Licht. Guck mal, wie schnell das geht. So, dann Holz, Dreckwand. Oh ja, das ist auch wichtig. Holztür. Das machen wir mal ganz schnell hin. Moment. Wir machen jetzt echt die Anfänge hier. Ihr erlebt wirklich die Anfänge, wie Gwendolyn hier... klar, kommt halt! Dich wollte ich jetzt nicht haben. Da will der blaue Schleim schon rein zum Kuchenessen kommen. So schnell kann es gehen. Geh mal eine Runde AFK. Alles klar. So. Wir machen, wenn wir die Tür haben, dann... Okay, so, wir machen jetzt erstmal die Tür hin. Ich setz dich mal... Kann ich dich hier... Nee, das kann wahrscheinlich... Oh, vielleicht kann das auch nur auf Stein... Nathan, hallo! 11 Monate, vielen lieben Dank! Oh mein Gott! 11 Monate... Jedes Mal sage ich das aufs Neue, aber 11 Monate? Huhu, guten Abend? Einfach nur so, huhu, guten Abend. 11 Monate, was? Hallo, wie geht's dir denn? Hallo, schön, dass du wieder da bist. Oh mein Gott. 11 Monate. Was ist da los? Ich bin selber so, ich bin jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich mir so, Hilfe. Kann ich dem gerecht werden, diesen Anspruch, dass jemand 11 Monate... da ist. Willkommen bei Besser Überleben mit Anna und Gwendolyn. So,
ganz gut, jetzt ist es wieder ruhiger. Hoffe, es geht euch allen gut. Wie lieb einfach. Ja, es geht mir blendend, wenn nicht hier irgendwelche merkwürdigen Viecher kommen und wir die Tür einsetzen können. Dann bin ich schon glücklich in meinem Leben. So, perfekt. Oh, ja, das ist gut. Guck mal. Oh, nur dass wir mit dem Kopf hängen bleiben, das ist vielleicht nicht so perfekt. Das ist auch nur das einzige Makel hier, das es gibt. Sollten wir vielleicht dafür das nehmen? Ja, oder? So. Ja, ich finde, wir kommen gut voran. Ja, das ist doch cool. Ich bin begeistert. So, hier kommt bestimmt niemand rein in diese Tür. Oder sollten wir vielleicht uns schützen? Vielleicht sollten wir jetzt schon... Wir machen mal ganz kurz, was kann man hier noch herstellen? Fackel, Dreckwand, Steinwand. Da links ist irgendwas Unheimliches. Ich will es mal ganz kurz sagen. Okay, Werkbank, Spruchschild, Holzzaun, Holzangel, Helm. Oh, das wäre natürlich gut. Das wäre gut, die ganzen Sachen. Die machen wir in der Nacht, okay? Wir machen das in der Nacht. Wir konzentrieren uns jetzt drauf, ganz schnell irgendwelche Materialien zu sammeln von diesen Mammutbäumen. Ich habe gerade aus Versehen irgendeinen Pilz gegessen. Ich hoffe, das war kein Fliegenpilz. Wenn doch, dann war es das jetzt mit dem Stream. Wir brauchen ganz viel Holz, liebe Freunde. Wir brauchen wirklich... ich weiß ja wirklich von dem Spiel nicht viel, aber wir brauchen Rüstung. Wir brauchen Sachen. Wir brauchen Schüsseln, um unser Müsli zu essen. Terraria habe ich mal auf der Xbox gespielt. Ich war aber mit der Steuerung überfordert. Mir geht's echt auch so. Ich spiele das hier auf einem PlayStation-Controller und muss sagen... Am Anfang, ich bin fast verzweifelt. Also ich hätte es fast gelassen, weil das wirklich, das Spiel hat mich schon sehr genervt am Anfang. Und das ist interessant, jetzt das zu lesen von dir, dass es dir bei der Xbox auch so ging. Es ist ein bisschen, wie nennt man das, frickelig, so die ganzen Geschichten hier. Es ist so ein bisschen so, es ist ein Indie-Game, deswegen entschuldigen wir das, aber... Ja. Ihr wisst, was ich meine. Okay, wir haben jetzt den Holzhandel eröffnet. Ihr könnt alle vorbeikommen. Ich schnitze euch ein Willkommensschild. Das wäre, glaube ich, ganz schön. Wir machen jetzt... wir gehen mal zurück. So, was gibt's hier? Was können wir jetzt so machen? Holzhandel. Gwendolyn. So heißt übrigens die Figur. Holzhelm. Können wir das machen? Oder sollten wir uns erstmal schützen? Nee, ich glaube, Holzhelm ist gut. Wir brauchen das. So, dann gehen wir hier rüber und machen das irgendwo hier hin. Genau, jetzt haben wir eine Abwehr. Guck mal, so schnell geht das. Nicht von wegen ewig wie in Minecraft macht sie rum. Nee, nee. Tag 1. So, jetzt hier Rüstung. Jetzt sollen sie doch kommen. Sollen sie doch einfach mal kommen. Was können wir noch machen? Beinschienen. Na gut, komm, das ganze Programm. So, will jetzt noch jemand sagen, wir sind nicht vorbereitet? Wir sind sehr vorbereitet. Was ich jetzt machen will, ist unbedingt... Glibber, das heißt, wir brauchen... Oh Gott, wir müssen gegen diese blöden... Gegen diese blöden Schleimis kämpfen, oder? Um Fackeln zu bekommen. Oh, das mag ich. Bist du vor meiner Haustür? Wieso sieht mein Charakter nicht mehr aus, wie sie aussehen soll? Oh, Moment. Moment. Nee. Das machen wir nicht. Wir brauchen eine Barrikade. Wir brauchen wirklich jetzt... das geht nicht, dass sie hier die ganze Nacht davor rumlungern. Okay, Zaun. Die kommen hier gleich rein in das Haus. Ich will es euch nur mal ganz kurz sagen. Von jeder Seite. So, können wir noch Fackeln machen? Das ist eins der wichtigsten Dinge. Fackeln. Wo machen wir das? Hier oben. So. Okay, sehr gut. Wir können sogar ein Lagerfeuer machen. Wir machen das. Wir machen alles, was man hier herstellen kann, machen wir. Kann ich das vielleicht draußen ganz kurz? Oh, schon wieder falsche Taste gedrückt. Wir brauchen die ganze Pilze hier. Ich bin völlig high in diesem Spiel. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Das bilde ich mir wahrscheinlich nur ein. Das kann ich euch sagen. Ich bilde mir das alles nur ein, was hier passiert. Ich will hier irgendwo schnell das Lagerfeuer hinmachen. Hoffentlich verbrenne ich mich nicht dran wie in Minecraft, weil da verbrenne ich mich jedes Mal dran und deshalb habe ich nicht so viel Lagerfeuer.
So, okay. Wo bist du? Hier? Können wir. Sollen wir das. Nee, sollen wir das vielleicht. Ich komme hier nicht mehr hoch. Das ist mein Problem. Wir machen das mal. Sollen wir das wirklich direkt vor die Haustür machen? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich kann es hier eh nirgendwo hinsetzen. Es funktioniert sowieso nicht. Ach ja, wundert euch nicht, der Nightbot zeigt euch irgendwas an, was nicht stimmt. Also, das Lagerfeuer, das war wohl nix. Okay, dann, was können wir noch herstellen? Mal kurz gucken. Holzpfeil werde ich nie benutzen. Klappe. Dreckwand. Ich glaube, wir müssen da hinten, seht ihr das? Diese Späße da hinten, wir müssen das unbedingt zumachen. Wir müssen unbedingt. Dann holen wir mal das hier raus, weil das mache ich sowieso immer aus Versehen. Guck mal, da hinten, seht ihr das? Da ist ein riesiges Loch. Das müssen wir zumachen, sonst kommen die hier rein. Die freuen sich so sehr, in diesem Haus zu sein. Wir machen jetzt erstmal, wir flicken jetzt erstmal unseren Schutz, okay? Dreckwand. Ich will davon noch ein paar haben. So. Okay. Perfekt. Alles zumachen. Da ist noch so ein kleines Löchlein hier. So. Okay. Zu. Einmal aufatmen. Es wird nämlich gleich schon wieder Nacht, so schnell wie das hier geht. Wir brauchen da vorne Verteidigung. Die rennen hier bestimmt sonst alles ein. Die Musik ist. Es ist meine zweite Nacht. Was ist das, ein Meteoritenhagelschauer? Regnet es gerade Säure in meiner zweiten Nacht? Was ist das jetzt gerade eben? Ich kann euch nur eins sagen. Wie gemütlich ist das drin, mit diesem kleinen Fackelschein zu sein? Guck mal, ich falte meine Hände, weil ich so froh bin. Wir haben es gerade eben erst hereingeschafft. Was ist denn das? Was regnet jetzt gleich diese ekligen Hummer? Ich hasse diese Hummer im Spiel. Das sind die neuen Susis. Ich kann es euch sagen, diese Hummer. Ihr wollt das nicht sehen. Was kommt da jetzt unten? Die Glibber mit einem Regenschirm? Als ob die einen Regenschirm haben und ich nicht. Und wieso, wenn es gewittert, wieso werden die nicht von einem Blitz getroffen? Was läuft da schief auf dem Planeten? Was ist das? Nicht die normale Physik oder was? Vor allem jeder, der irgendwie dieses Vorschaubild sieht auf Twitch, denkt sich, oh, das ist ja ein niedlicher Stream. Und dann kommt man rein und sieht nur eine alte Frau, wie sie sich aufregt. So, okay, liebe Freunde. Ja, lass mal ruhig gewittern. Ich habe davor keine Angst. Wir hätten sehr gerne eine Barrikade. Wie mache ich das? Mal ganz kurz hier nochmal alles durchgucken. Während da draußen die Apokalypse ist, ja, ist okay, alles klar. Zweite Nacht, ist okay, in Ordnung. Gut. Ich glaube, ich will. Ich glaube, ich mache das einfach. Wisst ihr, wie wir das machen? Wir machen das einfach mit dem hier. Dreckblock. Okay, wir machen jetzt eine Barrikade. Sollen sie doch kommen? Ich will sowieso eigentlich nach da oben. Ihr seht ja, da oben ist ein Berg und wir wollen in die Höhe gehen. Wie immer. Das heißt, ich mache jetzt hier. Wo fängt die Barrikade an? So. Vielleicht sollte ich nicht gerade bei Gewitter bauen, oder? Was meint ihr? Ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Außerdem sollte ich hier. Vielleicht doch einfach mal. Kann man hier vom Blitz getroffen werden? Vielleicht sollte ich hier einfach mal beleuchten. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. So. Lalala. Immer dieses Lagerfeuer, das ich nirgendwo hinpacken kann. Wie lang geht denn hier dieses Gewitter? Frage ich mich gerade. So, wir machen das einfach so. Wir bauen uns die Barrikade. Viel Spaß dabei. Dann können die Hummer kommen, wie sie wollen. Die werden kommen. So. Okay, da oben könnten wir eigentlich auch ein Licht vielleicht hinmachen. Oh, jetzt wird es gleich Nacht. Seht ihr das? Jetzt sind wir gleich wieder aufgeschmissen, weil wir zu wenig Sachen haben. Oh, das ist gut, dass wir hier oben angekommen sind. Da könnte ich eigentlich, wenn wir schon dabei sind, weiterbauen. Bis der Blitz uns.
er schlägt. So lang bauen wir das hier, okay? So, Moment, Moment. Erstmal so über den Kopf. Das heißt, der Blitz kann uns nicht mehr treffen. Das ist schon mal gut. So, und dann machen wir hier noch zu. Und dann kann uns der Planet mal, würde ich sagen. Guck mal, wir haben uns ein wundervolles Fort gebaut. Ich bin sehr stolz auf uns. Können wir hier irgendwo... So, und dann vielleicht... Man kann das doch irgendwie da drin... Nee. Ist in Ordnung. Wir werden eh nicht getroffen. Es kann wirklich, die Welt kann da untergehen. Es ist mir im Endeffekt egal. Ich weiß nur, ich will nach oben. Was will ich da unten? Ich will maximal ein paar Sachen. Wir könnten ein bisschen das größer machen, oder? Sonst stoßen wir uns ja mit dem Kopf an. Da sind irgendwelche Viecher, glaube ich. Kommen wir hier hoch? Moment mal, ich will da auch noch eine Fackel hinmachen, weil ich traue mich sonst nicht. Oder das? Könnten wir das vielleicht? Ui. Sind wir gerade verbrannt? Hoffentlich nicht. Können wir eigentlich die Map mal kurz angucken? Okay, das haben wir bisher schon... Oh, da ist Brandon, der Verräter Brandon. Brandon hat uns nicht viel geholfen. Hier sind wir schon mal gestorben. Okay, da hinten geht es in so einen Gruselwald. Okay. Ich finde das eigentlich ganz gut hier. Wir sind hier am höchsten Berg, wie immer, wie ich das will. Genauso soll es laufen und hier können wir dann nach oben gehen, oder? So, okay, wir können mal hier innen drin ein bisschen Platz schaffen, würde ich sagen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir hinten nicht die Wand wegnehmen und hier nicht zu sehr nach links graben, weil wer weiß, was da versteckt ist. Will ich nur mal ganz kurz sagen. Oh, das war nicht so gut. Okay, wir machen es ein bisschen, nur minimal. Minimal größer. Moment, Moment, Moment. So. Wie es halt einfach die ganze Nacht gewittert. Es ist wirklich exakt die ganze Nacht. Ich weiß nicht, warum die das so machen. Haben die nicht irgendwie dran gedacht, dass Leute hier neu in dieses Spiel reingehen und vielleicht nicht gleich sofort von einem Gewitter überrascht werden? Wenn ich jetzt mir nicht dieses... Da unten, hier kommen sie. Wenn ich das nicht gebaut hätte, seht ihr, was ich hier gemacht habe, wie schlau ich bin? Seht ihr das Fort Knox? Was heißt Fort Knox? Fort Knox ist bestimmt auch, hat irgendwas bestimmt wieder mit Kolonialgeschichte zu tun. Bevor ich das jetzt hier so benenne, gucke ich lieber nochmal nach. So, oh ja, wirfst du einen Stern oder kam der gerade vom Himmel? Ich weiß es gerade selber nicht. Okay, ich brauche unbedingt ein paar Fackeln. Falls ihr euch fragt, wird das jetzt eine Reihe, spielt sie das öfters? Ich spiele das erstmal einfach heute zum Austesten. Also ich will noch keine Aussagen machen, weil es gibt halt viele Spiele, die ich ausprobieren will. Aber heute ist erstmal jetzt das dran. So, der Stern. Oh, ich würde dich schon sehr gern holen. Das wäre echt gut. Aber das ist eine Falle von Justus da unten. Guck mal, Justus. Hallo Justus, ich würde sehr gern mit dir reden, über wie du dich eigentlich verwandelt hast und was hier passiert ist. Oh! Sternschnuppe. Moment mal, habe ich was im Ofen? Nein, ich habe nichts im Ofen. Ich musste gerade wirklich überlegen. So, also, hier könnten wir eigentlich auch noch mal ein bisschen Platz schaffen. Da würde ich sehr gern was steinig machen. Wisst ihr, das Gewitter, das ist auch nicht mehr normal. Also das könnt ihr mir nicht sagen, dass Terraria so anfängt mit so einem Weltuntergangsszenario. Das ist schon ein bisschen extra für Anna. Also, ganz ehrlich, Terraria, ich habe mir das nicht so stressig vorgestellt. Ich dachte, ich wollte schon hinschreiben, ein entspannter Abend. Dann habe ich es aber gelassen in weiser Voraussicht. Und jetzt bin ich hier im völligen Stress und muss überleben. Das ist wirklich, hätte ich mir nicht so vorgestellt. Okay, so, ich glaube... Ja. Justus, ist okay, Justus. So, ein bisschen Stein. Oh, das war falsch. Ich finde, das ist halt so ein bisschen das Problem. Man verklickt sich hier relativ schnell. Und dieses Auswahlmenü ist jetzt auch nicht gerade
das Wahre. Es ist halt alles sehr klein. Ich spiele das auch im sehr kleinen Format, muss ich dazu sagen. Ich spiele das wieder im Briefkastenformat, weil es ja anders nicht geht gerade. Das kommt vielleicht noch dazu. Das heißt, wenn ich mich irgendwie mal verklicke, habe ich jetzt für immer eine Entschuldigung. Und das ist nicht, hat nichts mit dem Gameplay zu tun. So, wir machen das einfach mal so. Okay, da haben wir hier so eine gerade Fläche. Das ist wichtig, denn was ich schon weiß, ist, dass man so einen blöden Stuhl und sowas herstellen muss. Ich weiß nicht genau, warum. Das hat irgendwas mit Einziehen oder so zu tun. Ich nehme mal ganz kurz was zu trinken. So. Okay. Und wisst ihr, was wirklich witzig ist? Dieses Gewitter geht seit 20 Minuten, kann das sein? Und die Nacht geht auch 20 Minuten. Das Spiel hat ganz kurz mal umgeschaltet, weil ich einfach schon so Pro-Gaming-mäßig mich eingebaut habe und niemand an mich rankommt. Das macht das Spiel hier richtig sauer. Merkt ihr das? Als nächstes kommt echt Wario oder so. Oder so dieses, eine Fliege. Ihr kennt doch Super Mario Teil 3. Da muss man am Ende, muss man auf so ein Schiff hochhüpfen. Wenn ihr das kennt. Das ist so dieses schwerste Level sozusagen. Du hüpfst auf so ein Schiff drauf und musst dann da durchkommen. Und das würde mich nicht wundern, wenn das jetzt auftauchen würde. Und Ganon höchstpersönlich. Also ich weiß nicht, was das soll, Terraria von wegen. Von wegen, was ist diese Fliege hier? Igitt, was von wegen niedliches Pixel-Game. Ja. Guck mal, was hier passiert gerade eben bei mir. Was habe ich mit diesem Stern? Ich habe Angst, dass ich den aus Versehen benutze. So. Können wir denn jetzt vielleicht da unten was herstellen? Dreckwand, Steinwand, Holzwand, Holzstuhl. Ja, das brauchen wir und sogar zweimal. Das machen wir mal irgendwo hier hin. Dann mal packen wir den Stern raus. Oh, eine Kiste. Wir brauchen unbedingt eine Kiste. Was ist, wenn wir sterben? Wir brauchen eine Kiste. Holztisch, das brauchen wir auch. Den packe ich auch mal hier hin. Da können wir jetzt, guck mal, extra für euch und für Justus, der da draußen rumhüpft, machen wir mal den Tisch. Okay, stellen wir so in die Mitte. Und dann kommen wir hier nicht vorbei, natürlich nicht. Moment mal. In keinem einzigen Terraria-Game ging das Gewitter so lang und heftig wie hier. Also, falls ihr gerade erst zugeschaltet habt, willkommen in der Apokalypse schon wieder. Wie kann das sein, dass ich immer nur Spiele spiele, bei denen die eigentlich ganz normal sein sollten, aber für mich ist es einfach Horror. Warum? Wir dürfen hier nicht weiter graben. Seht ihr, da unten sind irgendwelche Dinge, die sich freuen, uns zu sehen, aber wir freuen uns nicht. Stuhl. So, oh, das ist sehr schön, das gefällt mir. Jetzt, du musst dich noch richtig in die richtige Richtung drehen. Guck mal, wir haben für alles gesorgt. Ist eigentlich ganz gemütlich hier. Ich will nur halt mehr nach oben. Das ist mein einziges Problem jetzt. Wie können wir denn das machen? Wenn ich hier das wegmache, komme ich... Oh, ich kann sogar mich auf den Tisch stellen. Das ist perfekt. Machen wir das einfach so. Wir bauen einfach uns hier eine Höhle. Okay. Und die Höhle ist ja nicht mal eine Höhle im Untergrund. Also ist es gar keine Höhle. Weil das will ich eigentlich nicht. Ich weiß, wir müssen in diesem Spiel nach unten gehen. Ich habe auch nicht so das extreme Problem damit. Ich kann euch auch sagen, warum es ein bisschen anders ist wie in Minecraft. Weil es 2D ist. In Minecraft laufe ich und habe immer das Gefühl, ich sehe zwar diese Händchen, aber ich werde von den Susis angefallen. Und hier ist es schon nochmal anders. Ich sehe einfach, das ist eine andere Figur. Das geht eher. So, okay, weiter kommen wir jetzt gerade aktuell nicht hoch. Nur wenn ich so ein bisschen springe, was sich nicht unbedingt lohnt. Nur so. Okay, können wir denn vielleicht hier nach unten graben? Wir könnten uns ein... Oh, oh. Nee, die kommen da nicht durch. Und es wird einfach... Ich glaube, es wird jetzt einfach Jahre gewittern. Ich habe ja ausgewählt Zufall, wie die Welt aufgebaut sein soll. Zufall ist das dieses Verderben, das jetzt immer wieder kommt. Haben die das damit gemeint, dass einfach
dass einfach ein halbes Spiel lang, wisst ihr, so in einem halben Jahr sitze ich noch da und es gewittert immer noch und es regnet immer noch Säureblöcke. Was wir nur aufpassen müssen, das, seht ihr das? Wir kommen hier nicht mehr hoch. Das ist echt nicht gut. Ich hatte ja diesen Rucksack, ganz am Anfang in dem Testgame hatte ich diesen Rucksack dabei, da war ein Enterhaken, alles easy. Ich hatte Flügel und ich dachte so, oh, Terraria ist eigentlich ein schönes Spiel. Ja, jetzt bin ich hier und habe nichts davon. Also die Flügel hier, man kann hier Flügel haben und ich kann euch sagen, das erleichtert alles. So muss man ja wirklich, muss ich jetzt wirklich so... Ich weiß nicht, wie ich das finde, wenn ich mir alles verdienen muss in einem Spiel und nicht geschenkt kriege. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das finde. So, okay. Können wir auch irgendwie hier was beleuchten? Nee, können wir noch nicht. Na gut. Hauptsache, wir kommen hier wieder hoch. Okay, aktuell ist das noch der Fall. Wie machen wir uns einen Enterhaken? Ich muss mal ganz kurz gucken. Gibt es hier sowas mit einem Menü? Einstellungen. Ich gehe mal da ganz kurz drauf. Nee. Okay, da kann man nicht unbedingt was sehen. Was ist denn das hier? Bestiarium. Okay. Schnell stapeln, Inventar, öffne das Emote-Fenster. Nee, das wollen wir alles nicht. Na gut, wir werden schon irgendwie klarkommen. Das ist ja auch alles nur ein Test erstmal. Also ich kann euch sagen, wieso fange ich dieses liebe Pixelspiel an und es regnet die ganze Zeit Säure? Ich habe mir das echt anders vorgestellt. Ich meine, wir können echt froh sein, dass wir ein paar Glibber haben. Wir können froh sein, dass wir den ganzen Mammutwald abgeholzt haben. Dafür, dass wir eigentlich... Das Spiel zwingt mich, nach unten zu graben. Ich würde es euch nur mal ganz kurz sagen. Das Spiel hat das alles mitbekommen, dass ich das nicht will. Und nun? Was machen wir nun? Das ist wirklich... Wir könnten es halt einfach wagen hier... Wir könnten hier nochmal eine Tür reinbauen, so zum Schutz. Dass wir halt auch irgendwie rauskommen, weil nach da unten... Ich weiß nicht, es kann auch sein, dass hier unten einfach so Glibber auftauchen. Irgendwo müssen wir ja schon nochmal eine Tür reinbauen. Dann lasst uns das mal ganz kurz machen. Es ist... Das ist nicht mehr normal. Ich glaube, das Spiel hat einen, dass das Spiel hängt oder so, dass das irgendwie nicht mehr schönes Wetter gibt. Holzstuhl, Holztür. Vielleicht können wir auch irgendwas machen, dass das Gewitter aufhört. Das habe ich jetzt natürlich nicht probiert. Will das Spiel irgendwie sagen, der Planet will dich echt umbringen? Es ist wirklich so. Also es ist so ein bisschen... Ich glaube, jetzt wird es langsamer. Wie lang ging das jetzt? Eine halbe Stunde? Alter. Das ist ja richtig, richtig heftig. Boah. Okay, wir machen hier nochmal eine Tür schnell rein. Okay. Und ganz kurz hier eine Tür rein. Bevor wieder was Schlimmes passiert. So. Oh. Moment. Das heißt, ich bleib mit dem Kopf hier hängen. Das heißt, du bist das Problem. So. Okay, dann haben wir haben zwei Barrikaden. Also einmal diese Tür und die andere Tür. Wir brauchen... Ich weiß nicht, was wir brauchen. Ich will jetzt mal voranlaufen. Ich will gucken, wo wir sind. Ich will jetzt was sehen. Ich war jetzt lang genug an einem Fleck. Das sieht aus wie Lava. Ich will einmal reinhüpfen. Einmal. Moment, ich dachte, ich sterbe. Ich will hier nicht in einem dunklen Loch sein. Nein, nein, das darf nicht sein. Ich will nach oben. Ganz schnell wieder. Fährt der Sandblock. Jetzt muss ich auch noch gegen Sand schlagen. Hilfe. Und da oben, da kommt irgendwas, irgendein Glibber. Jetzt kommen die Glibber. Die haben das alles mitbekommen. Die Ekelglibber. Das ist ja ein richtiger... Oh mein Gott, das ist ein richtiger Angriff. Ich weiß nicht, wo die gerade wie Katapulte rausgeschossen kommen.
Boah, ich habe echt gedacht, das ist ein entspanntes Spiel. Guckt euch mal an. Das ist wirklich das pure Überleben hier. Wir sind gleich down. Wir sind... Okay, wo ist mein Schwert? Wow, 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 wow. Wir sind echt gleich down. Da oben ist ein Katapult. Ich kann mich auch nicht mehr wehren groß dagegen. Wir können eigentlich nur noch in die Dunkelheit. Oder? Okay, ganz ruhig. Die warten jetzt da. Das ist echt fies. Das ist richtig fies. Wir müssen uns hier ja Stufen bauen, weil ich nicht so schnell vorankomme. Okay, wow. Der Weg nach oben. Ich habe richtig Gänsehaut, weil das so schwer ist, nach oben zu kommen. Hilfe! Was war das bitte schön gerade eben? Ich bin in irgendeine komische Wüstenader gelangt. Boah, wieso, wo ist unser Zuhause? Ich wollte nicht schon wieder sterben. Was ist das? Spawn, ach so. Oh, wow, so sieht das also aus. Hier unten? Das regt mich jetzt schon, ehrlich gesagt, auf. Das war irgend so ein Katapult. Okay, wir hätten vielleicht... Es kann sein, dass das Spiel uns sagen will, hey, ganz ehrlich, willst du nicht einfach noch in der schönen Welt hier bleiben? In der niedlichen, schönen Welt? Musst du denn unbedingt in die Lava-Welt vorpreschen? Immerhin sagt die Karte dir genau, wo was ist. Ja, stimmt. Ein großer Vorteil. Stimmt. Oh, da ist mein Zuhause. Oh, da ist mein Zuhause. Ich komme hier nicht zurück, wenn ich nicht hier was hinbaue. So, Moment. So. Irgendwie mag ich das. Ich mag das, dass wir gestorben sind. Man kann nicht alles haben, wisst ihr? Man muss ein bisschen vorsichtiger hier vorgehen. Außerdem, mein Schwert ist richtig, richtig mies. Aus was ist denn das gebaut? Okay, Kupfer ist gar nicht so schlecht. Ja, ich bin verwöhnt von diesem Reiserucksack. Okay, ich gehe jetzt da nochmal hin. Wir haben da irgendwas entdeckt, kann ich euch sagen. Da hat es irgendwie komisch geblinkt. Ich weiß nicht genau, was das war. Soll ich mich nochmal... Da oben, nee, da oben ist dieses Katapult. Das machen wir nicht. Was bist du? Geier! Oh, oh, oh. Du siehst richtig stark aus. Ich bin doch noch nicht so stark. Hilfe, Hilfe. Ich weiß, ich darf hier nicht sein. Das Spiel sagt mir, ich soll zurückgehen. Da kommt jetzt auch noch was angeflogen. Die verfolgen mich jetzt für immer. Ich soll da nicht sein. Oh ja, deswegen habe ich eine Barrikade gebaut. Seht ihr das? Deswegen haben wir das hier gemacht. Das ist richtig, richtig schlau von mir. Ich bin eine schlaue Person. Guckt euch das an. Okay, der Sand kriselt vom Spiel. Laptop zu heißt. Nee, eigentlich gerade nicht. Es geht eigentlich gerade. Laptop zu heiß. Ist auch die Musik so? Danke fürs Sagen. Jedes Mal danke fürs Sagen, weil ich höre das ja nicht. Nochmal einen Schluck trinken. Da hat es jetzt irgendwie geknallt. Ich glaube, das war irgendein Luftballon. Ja, der Geier hat es wahrscheinlich rausgerissen. Der war zu viel für meinen Laptop. Das kann gut sein. Ich will halt viel... Okay. Nein! Der Geier ist drin! Die Tür muss zugehen. Die Tür... Wieso geht die Tür nicht zu? Hilfe, 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 Hilfe. Wo ist die Taste für... Die Tür geht nicht mehr zu. Jetzt ist der Geier immer im Haus und nicht ich. Oh mein Gott. Auch die Musik. Okay, das ist natürlich echt nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut. Ich kann mal ganz kurz... ich mach mal ganz kurz so. Was ist denn das, bitteschön? Wieso kann ich die Haustür nicht zumachen? Das meine ich, das sind wirklich so Detailsachen. Bei Terraria ist ganz viel, du verklickst dich um 1 Millimeter und auf einmal passiert irgendwas, was du nicht haben willst. Das ist schon so ein bisschen stressig vom Spiel aus gemacht. So, mal ganz kurz nochmal die Einstellung.
Ist auch echt ein guter Test jetzt. Also wenn das natürlich nicht funktioniert, dann ist das jetzt die Session 0, die Session 0 bleiben wird. Kann ich dich nicht zumachen? Das gibt's doch nicht. Wieso kann ich... Okay, wow. Der Geier da oben. Ich glaube, wir müssen irgendwie... Können wir nicht irgendwie unsere Lebenspunkte an diesem Feuer aufladen oder irgendwas war da? Ich glaube, wenn wir in der Nähe sind, ja, da oben, guck mal die Herzleiste an. Und der Geier dreht jetzt komplett durch. Jetzt sind es auf einmal zwei, die klonen sich gerade eben. Die halten das nicht aus, dass wir so overpowered hier durchlaufen. Okay, es ist halt echt krass, finde ich. Ich finde es ein bisschen zu extrem, dass die Gegner einem komplett bis nach Hause folgen. Das ist schon ein bisschen krass. Ist der Sound immer noch so? Geiertanz, ja voll. Und ich kann auch nicht den irgendwie wegmachen. Der wird jetzt für immer da bleiben. Das sind echt die neuen Hummer hier. Was ist eigentlich hier unten? Wir könnten ein bisschen nach unten graben. Ich habe aber Angst, dass dann irgendwelche Sachen hochkommen. Wir könnten noch mal einen neuen Gang machen. Das könnten wir machen. Was ist eigentlich das hier? Was ist das? Sandblock. Wir könnten... Hört sich basic an. Okay, Moment, Moment. 57%, das muss ich mir merken. Wir machen das mal kurz so. Okay? Nur mal ganz kurz. Wir machen das nur mal ganz kurz so. Ich lehne mich mal zurück. Wir sprechen mal dem Laptop gut zu. Aber wahrscheinlich ist das Spiel dann zu viel für den. Ist schon ein bisschen krass, weil es ist eigentlich auch ein älteres Spiel. Und klar, es sind mehr Details natürlich, aber trotzdem. Also, ich würde sagen, ich möchte sehr gerne. Boah, jetzt diese Stille auf einmal. Ich lasse es mal kurz so. Huch, hier ist Angriff der Fliegen. In echt auch. Ich würde halt gern wenigstens ein bisschen von diesem Spiel noch spielen. Vielleicht machen wir hier noch mal so eine Barrikade, oder? Zusammen, guck mal. Wenn wir hier noch mal so, das ist fast schon, das ist zu wenig. Wir ganz, ganz vorsichtig bauen. Der blöde Geier da oben soll bleiben, wo der Geier wächst oder wie auch immer. So, wir machen mal ganz kurz. Das ist gerade Feinarbeit, wundert euch nicht. Ich will hier noch mal so einen Barrikadenbereich haben. Das will ich gerade hier kreieren. Dafür brauchen wir. Oh, haben wir überhaupt noch? Ja, hier. Okay, der darf hier nicht herkommen. So, da werden wir eine neue Tür hinmachen. Das wird so der nächste Vorbereich sein. Ich frage mich, wie andere Leute das Spiel spielen. Weil ich mache es jetzt auch so wie das typische Schutzmäßige. Ich weiß echt nicht, wie andere Leute das machen. So, und hier könnten wir jetzt nämlich anfangen. Oh, der Geier ist unser neues Haustier. Ist in Ordnung. So, und vielleicht hier noch sowas hin. Hier könnten wir jetzt anfangen, in dem Bereich nach unten zu graben. Was haltet ihr davon? Weil das ist jetzt geschützt. Hier können wir einfach loslegen. Ich will nämlich schon wissen, was ist da unten verborgen. Ein bisschen nach unten, dass die Leute zufrieden sind. Dass ich sagen kann, ich habe einmal in meinem Leben ein Spiel nach unten gegraben. Erstmal Schutz suchen ist sicherlich eine gute Idee, sonst wird man viel zu viel gestört. Das stimmt. Also das war ja echt, ich muss sagen, ich kann es immer wieder sagen, Terraria ist schon ein bisschen, es ist schon ein bisschen. Ich kann verstehen, ich glaube, wenn man da nicht dran bleibt, dass viele Leute das einfach zu sehr nervt. Also viele Leute, glaube ich, sagen, oh, das sieht niedlich aus, aber dann die Gegner hier, die sind einfach schon am Anfang, weiß ich nicht genau. Man sieht es ja da oben, also es ist einfach der ewige Geier, der bleibt einfach für unendlich da. Und ich habe auch zu wenig Möglichkeiten. Ich komme halt hier nicht hoch, wenn ich mir keine Stufe oder sowas mache. Was ich mir jetzt gerade nicht gemacht habe. Wir bauen jetzt einfach mal nach unten.
Haben wir denn ein paar Fackeln? Hätten wir uns vielleicht mehr Fackeln herstellen sollen für das, was ich hier gerade vorhab? Anna. Ja, das könnte gut sein. So, langsam, langsam. Es ist auch ein bisschen unheimlich dadurch, dass die Musik weg ist, finde ich. Der Stein, den können wir gut mitnehmen. Okay, aber es ist schon echt dunkel hier. Also jetzt kommentiere ich auch ganz anders, weil die Musik weg ist und so dieses leichte Gefühl ist auf einmal weg. Man hört nur so ein bisschen. Ist das der Wind? Ich weiß es nicht. So, ja, das ist der Wind. So ist das Spiel also ohne Musikhilfe. Also wir können hier unten ja immer noch sterben. Ich will es mal ganz kurz sagen, wenn da oben nämlich irgendwas irgendwie reinkommt. Ich weiß halt echt nicht, wie das ist hier von wegen. Das spawnt einfach was hin. Also das, so weit bin ich hier nicht. Das habe ich gemeint. Hört ihr das? Das ist eine komplett andere Atmosphäre, wenn man die Musik aus hat. Ganz, ganz anders ist das. Da fühlt sich so richtig verloren. Boah, Hilfe, oh Gott. So, hier könnten wir halt so ein bisschen nach Material suchen. Also das wäre jetzt eigentlich mein Ding, dass wir eigentlich einfach hier entlang nach rechts erstmal ein bisschen gehen, um einfach so Stein und sowas, ne? Guck mal da oben, Justus ist wieder da, lass ihn doch kommen. Wir sind einfach hier unten und leben unser Leben. Guck mal da mit dem Geier. Ach ja, verstehen sich, glaub, ganz gut. Da wird's zum Horrorspiel. Ja, so schnell kann's gehen. So schnell kann das gehen. Das ist okay, ich kenne das. Ich will immer niedliche Spiele spielen und dann geht's schief. Ist jedes Mal dasselbe. Wir holen uns einfach ein paar Dinge. Guck mal da oben, wie schön die sich freuen, dass ich da bin. Die warten auf meine Rückreise. Und ich habe einfach alles sicher gemacht. Ah, ich bin schon auch stolz auf mich, muss ich sagen. Ich bin natürlich am Anfang gestorben, aber ja, war nur zweimal. Da glitzert was. Haben wir denn schon Gold gefunden? Haben wir hier schon was gefunden? Bleierz? Oh, das klingt ganz arg wichtig. Das nehmen wir natürlich mit. Damit können wir vielleicht irgendwie was Tolles machen, wie eine Rüstung oder sowas. Also eine Rüstung ist schon wichtig. Die Sache, das Ding ist, ich glaube, bis man hier die ganzen guten Sachen hat, das wird eine Weile dauern. Also ich muss mal danach noch schauen, wie das ist mit meinem Laptop, weil das ist schon an sich, vom Feeling ist das schon ein schönes Spiel, dass man so mal spielen kann unter der Woche. Es sollte halt nur flüssig sein. Flüssig laufen. Der Geier verfolgt jede Bewegung von dir vom Himmel aus. Die sind, guck mal, wie die wirklich. Und da kommt noch mal jemand. Justus hat jemand mitgebracht. Wieso hat der Zombie eine Fackel? Gute Frage. Wie menschlich sind die dann noch? Weißt du? Das frage ich mich. Wie sehr? Das ist ja nicht wie in Minecraft dann, die rennen einfach nur auf dich zu, sondern was da, diese Fackel, das heißt, irgendwie was Menschliches ist noch in denen. Ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen dafür, aber wieso tun sie das? Oder jemand hat das irgendwie mit Tape hingemacht an die Hand. Was an sich auch Horror wäre, aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Seht ihr zum Beispiel, ich komme hier gar nicht mehr hoch. Man muss sich hier richtig, richtig, richtig einen Gang machen. Also praktisch, weil so kannst du die Zombies sehen, aber die Frage ist, ob die sonst nichts sehen. Das ist aber ein guter Punkt. Das ist ein verdammt guter Punkt. Das heißt, stimmt. Das heißt, immer wenn ich so einen Fackelschein sehe, in der Dunkelheit, weiß ich, okay, da greift mich was an. Ich meine, das ist schon gut gemacht, weil gerade für Leute wie ich, die jetzt vor Susis Angst haben, ich glaube, die werden keine Fackel haben. Wenn da eine kommt, das ist so ein bisschen schwierig. Guck mal, wie lange ich brauche, um hier nach oben zu gehen. Gibt's sowas wie Leitern? Das ist eine gute Frage.
Das ist eine sehr gute Frage, die werden wir jetzt gleich nachgehen, wenn wir oben angekommen sind. Wenn wir irgendwo. Guck mal, wie die mir folgen. Das ist ja nicht mehr normal. Okay, wir gucken mal. Gibt es hier sowas wie eine Schmelzofen? Wir müssen uns diesen Ofen herstellen. Holztür, Gartenfackel. Nee, wirklich nicht. Ich habe jetzt nichts gesehen. Ist aber eine gute Idee. Schmelzofen, das machen wir unbedingt. Das war gut, dass wir das jetzt, dass wir dahin sind. Was ist eigentlich das hier? Ach, das ist dieses Bleierz. Okay. Schmelzofen. Wir müssen ein bisschen noch Platz machen dafür. Ich würde sagen, wir machen. Was sind das für Geräusche? Da ist, als ob irgendjemand mit dem Laser schießt. Gibt es hier irgendwelche Lasermonster? Das ist halt. Das ist das, was mich schon auch an dem Spiel interessiert. Wisst ihr? Oh, halt, da müssen wir aufpassen. Guck mal, jetzt hätte ich mich fast in die Falle. Die können nämlich hier auch reinkommen. Da können sie da von links aus können sie reinkommen. Was wollte ich jetzt sagen? Das interessiert mich halt auch. Was gibt es hier für Monster? Was für unterschiedliche? Was kann ich Ihnen hier machen? Bleibarren. Wir machen das einfach mal, okay? Wir machen einfach mal ein paar Bleibarren. So. Und was kann ich hier noch machen? Holz. Nee, das ist eigentlich das ganz normale. Glas. Ui, Glas ist natürlich gut. Stein, Ziegel, okay, Kupfer. Glas ist wichtig. Also der Sound scheint wieder okay zu sein. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Wir machen das wieder an, okay? Es war auf 57. So. Danke. Echt sehr lieb. Okay, jetzt haben wir schon Ofen hier drin. Das ist schon cool. Nur. Ich würd gerne bessere Rüstung, wenn ich ehrlich bin. Können wir denn vielleicht das hier auch machen jetzt? Können wir da was Besseres machen? Eine Kiste. Okay, die Truhe machen wir jetzt. Okay, ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass eine Truhe eines der wichtigsten Dinge in dem Spiel ist. Deswegen, wir nehmen die mal mit. Packen die gleich hier ins Menü. Wo kannst du stehen? Die ist schon riesig. Sollen wir vielleicht erstmal Platz machen, bevor wir das machen? Nee, halt, Moment, Moment. Da ist irgendein Lasermonster. Habt ihr das nicht gehört? Da ist irgendein Monster. Da, vielleicht hier in der Dunkelheit. Da dürfen wir nicht weiter graben. Das wäre verheerend. Wir können minimal, wir könnten nach oben ein Stockwerk machen. Ich will sowieso hier hoch. Aber. Boah, das ist ein bisschen Passierschein A81. Wir brauchen eine Treppe. Okay, wie machen wir eine Treppe? Moment, Moment, Moment. Ich vergesse bestimmt nach dieser Treppe, was ich eigentlich machen wollte. Holzklappe. Ich glaube, das ist sowas, meine ich, wie eine Treppe. Moment mal, wir probieren das mal aus. Aber ich weiß wirklich nicht, ob das irgendwie. Also Holzklappe klingt nicht wie eine Treppe. Was? Oh mein Gott! Caro! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ihr kommt gerade von der lieben Bewitched. Ich hoffe, dass ich weiß, ihr hattet einen wundervollen Stream. Hallo an alle. Wir sind hier gerade in der Situation. Wir sind ein bisschen gerade in der Situation. Ich spiele zum ersten Mal Terraria und wir haben uns hier ein kleines Fort gebaut. Alien war ja jetzt 2D. Mega gut. Ja. Hallo, ihr Lieben! Ihr Lieben! Muss ich ja nutzen, wenn du abends streamst. Oh mein Gott, das ist so, so lieb. Ja, also wir haben hier eine Situation. Ihr seid hier reingekommen. Macht's euch gemütlich. Da hinten ist ein Ofen für alle, die es heute ein bisschen friert. Ich glaube, das ist niemand von uns. Wir sind umgeben von Monstern. Es hat vorhin gefühlt ein Jahr Säure geregnet. Ich dachte, es ist ein niedliches Spiel.
Ach so, ich sollte mich vielleicht auch mal vorstellen für Leute, die mich noch nicht kennen. Hallo, ich bin Anna. Ich vergesse das ganz oft. Hallo, ich bin Anna und ich spiele vor allem Minecraft. Heute spiele ich mal ein anderes Spiel. Da ist ein Geier. Ja, da oben, das ist mein Haustier. Ihr dürft ihm auch einen Namen geben. Ihr habt jetzt geradet, das heißt, ihr dürft diesem Geier einen Namen geben. Ist das nicht toll? Mir fällt nämlich gerade kein Name ein und ihr seid bestimmt kreative Menschen. Das weiß ich jetzt schon. So, wir machen mal, können wir irgendwie da vielleicht eine Treppe oder sowas draus machen? Ich muss mal ganz kurz gucken. Irgendwie muss das ja funktionieren. Wie heißt dieser Geier? Jetzt interessiert mich das schon. Terraria ist mega. Daniels Con-Einladung ist auch kaputt wie bei Caro. Oh nein. Ich habe sie dem jetzt erst erneuert. Danke fürs Ausprobieren. Kann Mod die korrekte Einladung? Holger. Holger ist auch gut. Gerald Geier. Was? Wochel? Was habt ihr für gute Namen? Nein, du spielst Terraria zusammen. Nein, das ist der Nightbot, der auch noch falsch eingestellt ist. Ich spiele Project Zomboid am Freitag zusammen. Holger ist. Mein Gott, was habt ihr für gute Namen? Wassermarsch. Wassermarsch. Wir haben nicht mehr so viel zu trinken. Ihr bitte jetzt auch zu Hause. Dankeschön für die Channel Points Einlösung. Und hallo 10. Also einmal, ich weiß, es ist anstrengend abends, aber mein Rücken ist genauso verdreht wie eurer, glaube ich. Können wir nicht alle eine Massage gebrauchen, die gerade zuschauen? Oh, das wäre so toll, oder? Ich würde es uns allen gönnen. Lasst euch nicht von. Mein, eure Namen sind schon echt gut. Gerald Geier. Kann er nicht zwei Namen haben? Aber Holger ist schon. Leckt es nur bei mir? Also, das ist das Ding. Ich spiele heute zum ersten Mal dieses Spiel und ich merke sofort. Ich habe auch ein Standbild. Oh nein! Oh nein! Die kämen bei mir gerade auch. Und hallo, hallo Gisi! Hallo, oh nein, ihr hört nur meine Stimme jetzt, oder? Ich rede einfach mal weiter, für alle, die ein Standbild haben. Also, ich spiele heute ja zum ersten Mal dieses Spiel. Und mein Laptop sagt sich so, oh, Minecraft läuft relativ flüssig. Nur dieses Spiel ist gut, dass du das heute zum ersten Mal austestest. Also, das ist eigentlich eine Test-Session. Das ist noch kein, wie soll ich sagen, noch keine Reihe. Es ist erstmal, kann mein Laptop das überhaupt? Frames sterben ab und zu. Ab und zu keucht der Laptop übel und es friert kurz ein. Gerade geht's wieder bei mir. Oh, das ist. Aber es ist echt. Ich weiß, ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, wenn man ein neues Spiel austestet. Ich weiß einfach sehr oft nicht, packt der das. Ich werde mir das später auch nochmal angucken. Vielen Dank fürs Bescheid sagen, auf jeden Fall. Vor allem ist er auch noch warm. Denke, da streckt der Laptop noch mehr. Ja, der hätte auch gerne Abkühlung. Also, was wollen wir jetzt machen? Wir wollten hier eine tolle Truhe hinmachen. Und der Geier muss eigentlich schon Holger heißen. Also, ganz ehrlich, der Raid kommt auch von Caro, deshalb, das ist schon Holger jetzt. Aber es ist nicht der einzige Geier. Das heißt, den nächsten dürft ihr auch wieder benennen. Wo ist dein Mensch? Was meinst du damit? Ist denn bald ein PC in Sicht? Das ist der große Wunsch. Also, wenn es dieses Jahr klappt, dann seid ihr die Ersten, die davon Bescheid wissen, weil dann spiele ich nur noch Fortnite. Und was gibt es noch so für Spiele im Moment? Counter-Strike und was gibt's noch alles? Was gibt es noch alles für Spiele, die Anna nicht spielen wird? Ihr wisst das doch. Worauf spielst du denn? Ich spiele auf einem Laptop, auf einem M1 MacBook, weil es anders nicht geht. Weil ich keinen PC habe und auch keinen Gaming-PC. Und aktuell Minecraft, das läuft alles. Wenn ihr gerne vorbeischauen wollt am Donnerstag, das ist flüssig, da hängt die Cam auch nicht. Heute ist das ein Test. The Witcher am PC, boah, das wäre toll. Das wäre toll. So, okay, jetzt haben wir eine Truhe gemacht, wissen aber nicht, wie wir was reinpacken können. Jetzt gehen wir erstmal ganz kurz raus. Jetzt ist Tag, ich will hier durch meine 10 Barrikaden durch. Der Geier, irgendwann müssen wir uns dem Problem stellen. Kennt ihr das in eurem Leben? Ihr habt so ein Problem und das will einfach nicht weggehen. Das ist dieser Geier, symbolisch für heute. Der Geier ist, dass das Problem geht einfach nicht weg. Das geht einfach nicht weg. Guck mal, das meine ich. Das Problem packt euch am Schopf. Und dann hoffe ich für euch alle, dass ihr genau das gerade eben machen könnt.
dass ihr eines Tages sagen könnt, nein, ich bin größer als du, Problem. Und dann liegt das Problem mit zwei abgetrennten Köpfen auf dem Boden. Und ihr habt gewonnen. So einfach geht das. Ich wollte eigentlich, dass dieser Stream ist auch für Kinder anguckbar. Ist er nicht schon der nächste? Geier, das ist nicht euer Ernst. Das Spiel will mich schon wieder fertig machen. Schon wieder das nächste Spiel, das mich fertig machen will. Habt ihr das gerade live gesehen? Habt ihr das gerade hoffentlich live gesehen? Ich hoffe, einfach Holger getötet. Oh mein Gott, Entschuldigung. Oh Gott, stimmt, Holger. Aber Holger wollte mich auch töten. Von daher, und das ist schon der nächste. Holger, das ist die Reinkarnation von Holger. Guten Tag. 40 von 40. Und da hinten kommt blauer Schleim. Wir müssen los. Ich laufe jetzt durch. Ich laufe durch. Glück gehabt. Lucky Break, was heißt das? Habe ich mir nichts gebrochen? Kann man sich hier Dinge brechen? Oh ja, ich sehe gerade. Habe ich irgendwas dabei? Kann ich das hier essen? Eichel. Das ist doch bestimmt... Nee, Moment, Moment. Das hier. Pilz. Okay. Schnell, 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 schnell. Das essen wir jetzt ganz schnell, okay? Bevor es zu spät ist. Nein! 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 Holger! Was? Das war nicht Holger, das waren so Ekelschleim. Holger war so ein guter Geier. Du bist doch gerade erst gestorben. Nein, ich hab das ganze Gewitterjahr überlebt. Das Säure-Gewitterjahr habe ich überlebt. Achso, du meinst den Sturz? Ja. Das ist so. Kennt ihr diese Leute, die unbedingt... Es gibt doch manche Spiele, da willst du unbedingt in Gebiete rein, in die du noch gar nicht rein darfst. Das war das. Das war Holgers Rache. Ich glaube auch. Holgi. Nein, Anna, mach nicht schon wieder ein Tier mit I hinten am Namen, an das du dich emotional bindest. Nein, tu's nicht. Okay, ihr lieben Menschen, die gerade zuschauen und auch jetzt gerade erst rein stolpern, so ihren Abend so hier verbringen. Sollen wir denn nochmal das versuchen darüber? Was meint ihr? Sollen wir das nochmal hier probieren? Ich will unbedingt darüber kommen. Sollen wir das machen oder sollen wir in Gebieten bleiben, die wir kennen? Was würdet ihr jetzt machen an meiner Stelle? Ist jetzt meine Frage. Wir können hier weiter in dieses gefährlich aussehende Gebiet oder wir können wieder nach links laufen und da andere Sachen machen. Was würdet ihr machen? Ist jetzt meine Frage. Weil ich weiß es gerade selber nicht, ehrlich gesagt. Ich bin hier so ein bisschen da drüben, das sieht, die Luft schimmert so komisch. So, okay, während ihr euch entscheidet, kämpfe ich mal so ein bisschen. Wir brauchen ja diesen ganzen Schleim. Mein Schwert ist nicht gut, übrigens. Und die Tastatur, also die Steuerung ist auch nicht so gut. Und vielleicht sind meine Skills auch nicht so gut, aber das erzählt dir bitte niemand, okay? Ich will bitte auf Twitch bekannt werden mit den besten Skills, die man so haben kann. So... Okay, wahrscheinlich jeder ist überfordert an diesem Dienstagabend und kann das nicht entscheiden und die Verantwortung übernehmen. Deswegen würde ich sagen, wir bauen uns jetzt einfach eine Brücke. Die Brücke ins Glück, 162, das ist gut. Und du blauer Schleim, du wirst mich nicht daran hindern. Ja, ja, fall ruhig in die Lava rein, ist vollkommen in Ordnung. Wir machen das einfach so, weil wir sind, was sind wir? Schlaue Menschen. So, ganz einfach, guck mal. So, da wird jetzt wahrscheinlich nichts Schlimmes kommen. Ich glaube, da liegen irgendwelche komischen Skelette, aber das ist nicht so schlimm. Wir laufen einfach mal weiter. Ich will jetzt das Gebiet erkundigen. Ja, guten Tag. Jetzt ist auch bei mir gerade der Controller. Den hat der Controller gerade rausgehauen. Das ist Holgers Rache. Das ist jetzt gerade Holgers Rache. Ich muss mal ganz kurz gucken. Nicht verbunden? Muss ich jetzt mit der Tastatur weiterspielen? Oh mein Gott. Das ist wirklich jetzt Holgers Rache. Holgi? Holgi, wir können nur rennen. Ich renne jetzt. Ich kann... Oh! Die Geier oder ich? Die Geier oder ich? Die sind verdammt schnell. Aber ich renne einfach. Ich will jetzt das Gebiet erkundigen. Wer wird dieses Wettrennen gewinnen? Wahrscheinlich die, weil ich jetzt ersticken werde. Der Horror von Anna, Tastatursteuerung. Es ist wirklich so. Und diese Geier, die alle hinter mir her sind.
Ich mache das, um einfach zu gucken, was hier hinten ist. Wir werden draufgehen, ist in Ordnung. Ich will einfach noch gucken. Oh, guten Tag. Ja, so weit sind wir gekommen. Das hätte ich gern noch gesehen. Was ist denn das Interessantes? Du wurdest getötet. Ich habe das gerade nur gemacht, weil es mein Controller rausgehauen hat. Nur damit ihr es wisst. Normalerweise bin ich sehr gebunden an Figuren und mache das nicht so. Normalerweise. So, es ist schon 20:50 Uhr. Ich kann das einfach nicht fassen, wie schnell die Zeit rumgegangen ist. Wir haben ja jetzt eigentlich erst angefangen damit, aber ich mache mal ganz kurz so. Einstellung, okay. Speichern. Das war wirklich nur ein ganz kleiner Einblick. Wo haben wir denn OBS? Und wo haben wir das Großbild? So, für alle, die noch dran geblieben sind. Das war ja was gerade eben. Oh mein Gott, man sieht, wie ich schwitz. Das hat mich richtig heute Abend fertig gemacht. Ich habe echt gedacht, wir machen hier ein bisschen entspannt Terraria, aber ich muss echt sagen, es ist eigentlich, man ist die ganze Zeit irgendwie bedroht. Ich muss mal ganz kurz das Spiel ausmachen. Verlassen. So. Okay, das gefällt meinem Laptop jetzt auch sehr, sehr viel besser. Also, ihr lieben Menschen, das war jetzt noch. Ich muss erstmal atmen. Okay, für alle, die das hier zum ersten Mal sehen, das ist das Raumschiff. Ich habe es heute ein bisschen farblich anders gemacht. Ich wollte, dass es sich das ein bisschen abhebt zu Donnerstags, wenn wir wirklich im Minecraft-Raumschiff sitzen. ja, und normalerweise streame ich immer, wie gesagt, Donnerstag um 10. Das ist das Hauptgame. Heute war nur ein Test. Am Freitag spielen wir Project Zomboid. Da ist diese Person, wie sie vor Zombies wegrennt oder sich dem allen stellt. Das ist so ein Cliffhanger, wenn euch das interessiert. Zusammen mit Trotzflocke wird das zusammen gespielt. Ich freue mich schon sehr drauf. Heute Abend, das ging sehr, sehr schnell vorbei, muss ich echt sagen. Wir haben um 19 Uhr, 19 Uhr haben wir angefangen, es ist 21 Uhr. Wie schnell ging das rum? Das ist ja unfassbar. Ich habe ja gerade erst die Welt erstellt. Ja, und wenn ihr euch fragt, wird das jetzt weitergehen? Fight. Das ist übrigens ein neuer Emote. Ich habe mich jetzt Taekwondo, Emote gemacht. Sogar mit einem gelben Gürtel. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wird sie das nochmal spielen? Ich weiß es nicht. Ich würde gern. Ich würde wirklich sehr gern. Und ich glaube, das wäre echt eine witzige Sache. Ich muss einfach nur gucken. Ich muss mir das im Nachhinein angucken. Wenn es so viele Freezes gibt, dann. Ich will ja auch, dass die Leute, die zuschauen, dass es unterhalten für die ist und dass sie nicht irgendwie ständig eine freezende Kamera haben. Das ist ein bisschen frustrierend. Deswegen, ich gucke mir das nochmal an, wie schlimm das ist. Auf jeden Fall, Donnerstag sehen wir uns wieder mit keinem Freeze, aber mit wieder einem Horrorplaneten. Das kann ich euch schon mal sagen. Das wird wieder lustig, ja, und am Freitag auch. So, ihr Lieben, kommt gut in den Abend. Ich kann es kaum glauben, dass ich jetzt schon gehe. Das fühlt sich ganz merkwürdig an. Kommt gut in den Abend. Vielen Dank, lieben Dank fürs Zuschauen, auch alle, die zum ersten Mal hier sind. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann könnt ihr wieder zusehen, wie Anna völlig überfordert, aber mit Witz gegen Planeten auf Planeten kämpft. Okay, mit diesem Sinn, wo ist eigentlich hier das Ending? Das ist ganz merkwürdig ohne ein Outro heute. Okay, aber wir machen es einfach so. Ganz klassisch. Wir winken einfach in die Kamera wie die Queen. Wartet halt, das wäre so. Das wäre so. Tschüss. Tschüss. Macht's gut, ihr Lieben.